jetzt ist nämlich genau Punkt 22 Uhr. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Moin, moin. Und jetzt mal gleich wieder erstmal ein Lied, bei dem man dann genau weiß, wer man ist. Also entweder ich weiß dann, wer ich bin, oder ihr wisst es, oder irgendwas. Der Tag versinkt im Schlummermeer, ein roter Schein am Firmament. In deine Augen tritt ein Rauch, das kommt, weil deine Seele brennt. Und sichtbar wird das Sternenheer, kein Mensch, der alle Sterne kennt. Aber heute ist ein Leuchten mehr, das kommt, weil deine Seele brennt. Selbst wenn sie bis jetzt noch nicht gebrannt hätte, die Seele. Jetzt würde sie brennen, euch vielleicht auch. Herzlich willkommen zum Sprechfunk. Ich sage vielleicht als erstes gleich das Thema, auf das ihr dann Gelegenheit habt, euch halbwegs vorzubereiten. So richtig lostelefoniert wird ja wie immer erst nach halb. Ich muss ja nachher noch die Preisträger von der Reinhards-Götz-CD verlesen. Da müsste man mich dran erinnern, wenn ich es vergessen sollte. Und ansonsten darauf hinweisen, dass das DD'sche Raumschiff Enterprise-Hörspiel auch heute noch nicht seine Fortsetzung erfahren kann, aufgrund technischer Defekte. Aber die werden voraussichtlich zur nächsten Woche behoben sein. So, jetzt kommen wir zum Thema. Ist wieder ein bisschen, ich möchte fast sagen, komplexer. Es geht um unvollendet gebliebene, das sagt man schon schön, unvollendet gebliebene, abgebrochene Entwicklungen in eurem Leben. Dazu bedarf es von eurer Seite wieder gründlichster Selbstbefragung und eines Mindestmaßes an intellektueller Anstrengung, die vorauszusetzen bei euch, ich aber gewillt bin. In einem tollen Gedicht heißt es, die Linien des Lebens sind verschieden, wie Wege sind und wie der Berge grenzen. Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden. Wer diesen Gott nicht hat, wem es an den Ergänzungen fehlt und wer auch konstatieren kann, wo es an Ergänzungen fehlt und wann es ihm an Ergänzungen oder Fortführungen oder Vollendungen gefehlt hat. Der kann dann nachher anrufen in Potsdam 74 81 110. Meine Stimme wird ganz sonor, das ist nur, weil meine Seele brennt und weil ich hier ein bisschen abgehetzt bin. Das ist zu viel des Guten. Wir hören jetzt Musik und danach das Expertengespräch und dann nochmal eine Musik. Als erstes Ryuichi Sakamoto mit dem Titel, na das passt natürlich, Interruptions. Pressing the Indos to my lips, taking a sip, trying to dip into the world of a karate flick. Prepare.
impaired with drinking substances, practicing my martial skills through all the realities in my mom's living room surroundings. Crates of classic tapes, Chinese Scholastic Resource, bootleg, of course. Pop that shit in and press play with a pointer finger, catching a spacey abstract attack of the 36 deadly styles. Damn flew from my head as the endo kicked into my cerebrum, and Wachi got his ass kicked by the Manchu clan over some beef from back in the day. Right when I gotta conversate with a cutie from around the way, catching a vital point in his uncle's chest, testing my crocodile jaw method effectively on a chicken patty glazed with mustard and honey. Moving not even towards the end. Gotta rewind to see that shit again. Interruptions. A moonshine tie outlined the divine, fully inclined mag wig wearing master mate, who's buckwilding on some head abusively. Hitting him by surprise, I realize my mug is empty. Right when Senior Juan, who wants to be a monk, sends YG to the village to refill the soy milk jug. Hesitating, cause I'm parlaying, tuning into my mental karate terminology skills, sinking into the couch watching Jenny Chang, flipping the script with play the flute beneath the sky technique, watching homegirl getting fly on brothers with her critique. I practice my fully functional scorpion pitch on the remote control and press pause. Interruptions. The kitchen, bitching to overrun with my mug with California wine, flying back for the last fight scene, gliding back into the temple gates of Harlem, attempting to hear YG's uncle explain the levels of the eight-guard fist over the throbbing bass, transcending from the apartment's country-ass ghetto stereo beneath me, once again interrupted by a knock-knock. Jetzt soll es beginnen, weil an der Stelle ist es auch besonders wichtig, den Anfang zu betonen, ihn als solchen kenntlich zu machen. Jetzt beginnt das Expertengespräch zum Thema Unvollendetheit, Unvollendetsein, Fragmente. Mir
halb gegenüber sitzt Stefan Schwarz, der Experte, heute als Vertreter der Rüdersdorfer Fragmentwerke in seiner Funktion als, welche Position bekleidest du da eigentlich? Geschäftsführer. Ich bin Geschäftsführer der Rüdersdorfer Fragmentwerke. Wir werden versuchen, uns diesem Thema Fragment, abgebrochene Entwicklung, dürre Äste der eigenen Biografie oder wie auch immer, die Gegenstände, auf denen man den Gedanken des Fragmentarischen beziehen kann, sind unüberschaubar. Wir werden versuchen, erstmal Strukturmuster klarzumachen, wie entstehen eigentlich Fragmente, um es dann an wichtigen ausgewählten historischen Beispielen zu exemplifizieren und nicht zuletzt dann auch noch kurz über den Trend zum Fragment zu metaphysieren. Ja, Fragmente. Gehen wir gleich in Medias Res. Lasst mich zunächst feststellen, dass natürlich auch die Fragmentforschung des Fragmentarischen selber nicht entbehrt. Wir wissen wenig über Fragmente, unser Wissen ist nur ein halbes. Wir haben auch keine große Lust, uns damit zu beschäftigen. Tja. Sei es drum, das Fragment. An dieser Stelle sage ich ja immer gerne, das Fragment ist so alt wie die Menschheit selbst. Im Grunde wir wissen nicht, sogar wo noch es älter. Im Grunde genommen mag es älter sein, das können wir nicht wissen. Weil dann zuverlässigen Zeugenaussagen fehlt. Soweit reicht auch nicht die kollektive Erinnerung, sofern es sie geben sollte. Was wissen wir über die Fragmente? Ja, was denn? Das war jetzt eine rhetorische Frage. Also, was wissen wir über die Fragmente? Wir wissen zum Beispiel, dass es in der menschlichen Entwicklung, in der Entwicklung des Menschen immer wieder blinde Zweige, Sackgassen der Entwicklung gegeben hat. Stichwort Neandertaler. Der Neandertaler weilt nicht mehr unter uns. Wir haben ein klassischer Vertreter einer fragmentgewordenen Art. Ja. Oder Gattung. Art. Unart. Unart, das war das Stichwort, ein weiteres Stichwort, an das ich anknüpfen möchte. Der Neandertaler, die fragmentarische Entwicklung schlechthin am Beginn der Menschheitsentwicklung. Wir wollten heute unsere Darstellung etwas systematischer gestalten. Dadurch habe ich versucht, die Frage zu formulieren, wie es denn überhaupt zu Fragmentarisierungen kommt. Ich will das jetzt nachtragen, dann den Exkurs, der jetzt gleich folgen wird, etwas verständlicher zu halten. Da scheint ja der Moderator wieder schlauer zu sein als der Experte. Strukturmuster der Fragmentarisierung ist die Überbetonung einzelner Elemente zugunsten der Unterbetonung anderer Elemente. Das klassische literarische Beispiel, lass mich das jetzt ganz schnell noch einführen, für 20. Jahrhundert ist natürlich Kafka, dessen Romane alle unter dem Unseelienstern einer außerordentlichen Überbetonung des Anfangs stehen, mithin einer Vernachlässigung des Endes und so modellbildend für unser Jahrhundert zum Fragment schlechthin geworden sind, so dass selbst eine, sagen wir mal, unvollständig ausgefüllte Steuererklärung, ein Antrag auf einen Wohnberechtigungsschein, auf dem die Unterschrift fehlt, heute schon als kafkaesk gelten kann. Ich komme natürlich nicht umhin, jetzt anzufügen, dass die Erwähnung Kafkas an diesem Punkt unseres Gespräches von einer sträflichen Unterbetonung der vereinbarten Reihenfolge der Sujets Bände spricht. Auch an der Stelle verwirft, dass selbst der Name Kafka offensichtlich Fragment ist, wenn ich eben bei dir Kafkas gehört habe. Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher, wie der tatsächlich geheißen hat, wie also die Eintragung ins Geburtenregister Genitiv lautete. Ins Kafkas. Wieso ist es Dativ? Zum Neandertaler. Ja, zurück zum Neandertaler. Neandertaler, Fragmentarier, wie sie im Buche stehen, wie sie im Buche gestanden hätten, wenn es damals schon Bücher gegeben hätte. Kleiner Spaß, muss auch mal sein. Das ist ja nicht nur eine nüchterne Erörterung. Ein fragmentarischer Spaß, dem es durchaus eine Pointe mangelte. Aber wir wollen uns da, liebe Zuhörer, nichts anmerken lassen und dem Experten in seinen weiteren Ausführungen mit größter Aufmerksamkeit folgen. Das Fragmentarische beim Neandertaler war seine Überbetonung, sein übermäßig entwickeltes Unfugzentrum.
Das heißt, seine Rationalitätsstrukturen waren ungefähr die des Menschen. Er war in der Lage... In Summa. Er war in der Lage, Schlüsse zu ziehen und koordiniert zu handeln. Allein, er hätte es können. Allein sein überentwickeltes, im großen Schädel, weitläufig repräsentiertes Unfugzentrum hat es ihm verwehrt. Er hat, wenn man muss sich vorstellen... Mit extremer Vernachlässigung des jeglichen Fug- und Rechtsempfindens beim Neandertaler. Das kann man wohl mit Fug und Recht behaupten. Der Neandertaler geht auf Jagd in der Horde. Er möchte einen Hirsch erlegen. Man ist mit Steinen, mit Knüppeln, mit Speeren bewaffnet. Was machen die Neandertaler, anstatt sich koordiniert in der Horde an den Hirsch anzunähern? Nein, es bricht Alberei aus. Es werden Beine gestellt. An den Ohrläppchen wird gezupft. Die Neandertaler bewerfen sich gegenseitig mit Konfetti und mit Lanzen. Einige übermütige junge Männer versuchen selbst den Hirsch zu geben in völliger Verkennung der Gefährlichkeit dieser Handlung. Was sie alsbald bereuten. Das Ergebnis dessen, ich hatte es schon vorweggenommen, jeder weiß es, der sich in der Geschichte der menschlichen Entwicklung auskennt, in der Paläontologie, der Neandertaler starb aus. Vom Pfeilen getroffen. Unfug war beziehungsweise verhungert. Unfug war offensichtlich kein evolutionärer Vorteil, ja. Dies den manchen Kindern und auch Erwachsenen ins Stammbuch geschrieben. Ja. Eine Entwicklung, die uns ja im späten 20. Jahrhundert im politischen Bereich nochmal begegnen sollte. Und ist. Und begegnet. Wie wir rückschauend jetzt auch bemerken. Der Sozialismus, eine fragmentarisch gebliebene Gesellschaftsordnung von Honecker 1971. In gewisser Weise neandertalesk. Neandertalisiert. Erich Honecker erklärt 1971 den sich entwickelnden Sozialismus für den entwickelten Sozialismus und damit für quasi fragmentarisch und abgebrochen. Worin hat sich das geäußert? In einer Überbetonung, in einer sträflichen Überbetonung der Mangelwirtschaft auf Kosten der Versorgung. Auf Kosten, man muss sagen, eine sträfliche Überbetonung der Mangelwirtschaft, auf Kosten einer sortimentsgerechten Bereitstellung von Waren des täglichen Bedarfs. Ja. Und eine Überbetonung des völligen wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruchs. Gerade zum Ende hin. Ja. Gerade zum Ende der Entwicklung des Sozialismus steht eine wirklich geradezu maßlose Betonung des eigenen Zusammenbruchs. Ja. Das ist nicht die DDR ist ja nicht irgendwie zusammengebrochen, sondern sie ist überbetont, exzessiv zusammengebrochen. Ja. Es gab quasi keinen gesellschaftlichen Bereich, der von diesen Zusammenbruchstendenzen verschont blieb. Ein Anblick der Peinlichkeiten nicht entbehrte. Ja, man kann sich vielleicht vorstellen, was aus der DDR geworden wäre, wenn man ein wenig... Den Zusammenbruch etwas weniger betont hätte, ja. Etwas stärker auf Fug- und Rechtsempfinden gesetzt hätte. Einen milden, abgeschwächten Zusammenbruch, einen sich über Jahrhunderte vielleicht... Eine gesunde, florierende Mangelwirtschaft. Ja. Ja, statt der exzessiv überbetonten. Ein volkswirtschaftlich verträglicher Zusammenbruch, so will ich das mal nennen. Ja. Die Menschheit ist aber, glaube ich, kaum bereit, wirklich Schlüsse aus solchen Entwicklungen, die ja eigentlich immer eher fatal und tragisch enden, zu ziehen. Vielmehr sehen wir uns, glaube ich, jetzt... Sie kann es nicht. Sie kann es nicht, doch der Vermodung einer so... tragischen Entwicklung, also so eine so tragischen Aspekt des gesellschaftlicher Entwicklung. Gleich kommen werden, wenn ich das gesagt habe, was ich jetzt sagen würde. Ach so. Ja, dann würde ich jetzt an der Stelle jetzt mein Satzfragment sein lassen, um dir die Möglichkeit zur Vollendung zu bieten. Was will ich sagen? Der Mensch selber ist Fragment. Werfen wir nur einen Blick auf den Menschen... Die Hörer jetzt draußen an den Radiogeräten einfach mal aufstehen, sich an sich herunterschauen, vielleicht einen Spiegel in der Nähe ausziehen. Ja. Die Größeren könnten auch an sich heraufschauen. Ja, und der war wirklich gut. Das ist ein Spitzenwitz. Ja, der Mensch, Fragment, von Geburt an, nehmen wir die Körperbehaarung des Menschen, ist Fragment geblieben. Sie ist nicht überall ausgebildet, weniger spärlich an einzelnen Gliedmaßen. Nur die Gliedmaßen selber sind Fragment. Ja, man hat zunächst den Eindruck, dass der Mensch eigentlich symmetrisch aufgebaut wäre, aber er ist es nicht. Die Gliedmaßen des Menschen sind Fragment geblieben. Wir haben links und rechts Arme, unten Beine, aber wir haben oben keine Beine, wir haben vorne und hinten keine Arme. Stimmt, das wenn man da Fragment. Mal durchzählt, da fehlt ja dann doch eines. Die dritte Hand zum Beispiel für das Einschrauben von Glühbirnen. Eine Hand fest den Sockel, die andere die Glühbirne und eine Hand sollte sich tunlichst an der Leiter festhalten. Geben wir einen Samen.
Ja. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, das wird ja nun aber sublimiert. Diese Art von Fragmentarisierung vermutet, wird ins Erhabene transferiert, ja, und unterliegt heutzutage sogar der Vermodung. Ja. Ja? Sodass wir die Menschen haben sich damit abgefunden und haben es zum Kultus erhoben, möchte ich sagen. Ja. Sodass wir heute im Grunde auswüchsen, vermodischsten Fragmentdenkens uns gegenübergestellt sehen. Denken wir nur zum Beispiel an so unselige oder auch selige Erfindungen oder Gründungen wie den, ja, dem einen oder anderen sicher bekannten Schützenverein Kurt Cobain. Da wird doch Scherz mit einem Fragment gebliebenen Leben, allerreinsten Wassers, verbliebenen Leben, ja, getrieben. Darüber hinaus der Cabrio Club, John F. Kennedy oder, und nicht zuletzt, der Automobilistenbund Ayrton Senna. Aber wir sollten uns davon jetzt nicht abbringen lassen, sondern müssen, denke ich, noch ein, zwei ganz wesentliche, ganz zentrale Fragen der Fragmentbildung, des Fragmenthaften, des Fragmentarischen widmen, nämlich seinem Gegenbild. Ja, wir sollten, ja, uns von der dem wir sollten uns von der Übermacht der Fragmente jetzt hier in diesem Gespräch nicht erdrücken lassen, sondern uns, ja, unsere Aufmerksamkeit zuwenden, dem Gegenstück des Fragmenten, des Fragmentes. Dem in sich gerundeten. Dem ganzheitlichen. Der Einheit von Schön, Wahr und Gut und Stefan Schwarz. Dem erfahrbaren Kosmos, dem in sich selbst sein, der in sich gerundeten, abgeschlossenen Existenz, wie es wohl nur einmal und sich sinnbildlich kaum fassbares Sinnbild all dessen, was wir hier an Attributen zusammengetragen haben, sind und bleiben ein Teller Gulasch mit Knödel für 3,75 Mark bei Uschi und Klaus. Aber wir sollten an der Stelle, glaube ich, das Gespräch noch nicht beenden, nein, sondern müssen noch zurückkommen auf die gewaltige Epoche, die ja zwischen Neandertaler und Sozialismus liegt. Da, ja, sind ja historische Entwicklungen zu beobachten gewesen, die... I woke up Sunday morning and I thought that I could sing, but I can't. No, I can't. Woke up Sunday morning and I thought I heard bells ring, but they don't. And they won't. Oh, it's dark. Yeah, it's dark in my heart. Got a letter from my mama, but she didn't send no cash. Send no cash. Not a dime. Got a letter from my sister, and she's still riding trash. Riding trash. Top 40 trash. Now it's dark. Oh, it's dark in my heart. Haben die Kollegen von Never Mountain Boys, glaube ich, alles gesagt. Ich mache es ungern, auf Musik raufzugehen, aber manchmal muss man es eben doch machen. Die Never Mountain Boys mit dem einstürzenden Neubau Alexander Hacke hört sich irgendwie ja nicht so an, ist aber doch schön, und mit seinem traurigen Herzen hat er jetzt
doch eindeutig rübergebracht. Ich muss ja nämlich unbedingt die Verlosungsgeschichte noch machen, ja. Das ist ja ganz wichtig. In der letzten Sendung habe ich ja in der ersten halben Stunde fast nur Reinhold Götz gespielt von seiner Doppel-CD, die da Word heißt, und von denen eine mit Musiken von Oliver Lieb und die andere mit Musiken von Stevie BZ. Macht das. Die haben so poetische Namen wie Soziale Praxis, die eine CD, und die andere Ästhetisches System. War so eine Empfehlung von mir. Das Problem ist, ich hätte gerne heute auch gemacht, gleich wieder eine Platte zu verlosen. Das Problem ist bloß dabei immer, dass man muss sich dann so Mühe geben und muss vorher rumtelefonieren. Und weil ich ja dann doch eine Schlampe bin, habe ich das diesmal jetzt nicht so auf die Reihe gekriegt. Vielleicht nächste Woche tippt ein paar ganz schöne Platten, habe ich dann Aussicht, von denen ich gerne hätte, dass sie unter Menschen kämen. Aber jetzt wird erstmal gesagt, wer Reinhold Götz gewonnen hat. Gefragt waren ja entweder geniale Ansagen, wie man die Musik moderiert, oder super Begründung, warum man die Platte braucht. Eine tolle Ansage, eine Anmoderation hat geschickt Lothar Späth. Der hat dann Lothar Späth ist jemand anders. Der wird die Sendung nicht hören. Lothar Stein, der hat eine richtig schöne Anmoderation geschrieben. Gewöhnlich wird man erkennen, dass mit unbefriedigender Funktion inadäquate oder inkongruente Repräsentation vor Handlungsmustern im Bewusstsein einhergehen. Nicht nur kann die falsche Sache als richtig gedacht werden oder umgekehrt, auch das Bild der Handlung weicht manchmal von der tatsächlich ausgeführten Handlung eindeutig ab. Und jetzt der großartige Nachsatz, nicht bei Kuttner und Götz. Und dann, und darum hat er gewonnen, Fragezeichen. Darüber freue ich mich sehr. Dann gibt's eine tolle Karte von Jana Korb. Da hat mich der Satz, grünes Winkelkanu, ich dreh dir den Hals um, überzeugt, das ist ein Grund, so eine Platte zu gewinnen. Und aber auch die schlichtere Begründung, die Mario Bernatek aus Cottbus gefunden hat, hat mich verstanden zu beeindrucken. Ich möchte dieses fantastische Album unbedingt gewinnen. Du hast es gewonnen. Nächste Sendung werden vielleicht wieder irgendwelche Platten verlost. Jetzt kann unter dem Thema unvollendet gebliebene oder abgebrochene Entwicklung in der eigenen Entwicklung im eigenen Leben angerufen werden. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Vorher kommt noch ein bisschen Musik, ist von dieser Kassette, die ich in der vorletzten Sendung schon gespielt hat, verpoppte chinesische Revolutionssongs. Hier ist sie dann auch. Oh,
22.30 Uhr. Fritz Kurzinfo. Kesselschlacht. Ungeachtet der UNO-Warnungen setzten die bosnischen Serben heute ihren Vormarsch auf Bihać fort. Die UNO verwies am Abend auf die verzweifelte Lage der Bevölkerung. Die Menschen liefen durch Schusslinien, um an Trinkwasser zu gelangen. Nacht- und Nebelaktion. Die italienische Polizei hat am Abend die Redaktionsräume der Tageszeitung Corriere della Sera im Zusammenhang mit dem Beginn der Ermittlungen gegen Ministerpräsident Berlusconi durchsucht. Das Blatt hatte als erstes über die Korruptionsvorwürfe berichtet. Autobahngebühren. Ab 1. Januar 1995 müssen auf tschechischen Autobahnen und einigen Fernstraßen Gebühren entrichtet werden. Wetter. Nehmen wir das zuerst. Nachts gebietsweise Nebel um 1 Grad, morgen neblig trüb, etwas Sprühregen und 7 Grad. Und das haben wir auch noch. Sport. Fußball. Im Achtelfinale um den UEFA Cup spielten am Abend GKS Katowice gegen Bayer Leverkusen 1:4. Verkehr. Brandenburg A94 A9 Nürnberg Richtung Berlin zwischen Belitz und Belitz-Heilstätten Sperrung eines Fahrstreifens nach einem Unfall. Und Brandenburg A13 von Dresden Richtung Berlin zwischen Großköris und Mittenwalde Sperrung der Richtungsfahrbahn nach mehreren Unfällen. Zurzeit mehrere Kilometer Stau. Und Brandenburg Wartezeiten an der Grenze zu Polen. A12 Frankfurt-Oder 5 Stunden für Lkw, 2 Stunden für Pkw. A15 Forst 5 Stunden für Lkw. B97 Guben 8 Stunden für Lkw. B166 Schwedt 7 Stunden für Lkw. Fritz wünscht dennoch gute Fahrt. Präsentiert einzeln, hintereinander und auch wieder zusammen. André Herzberg und Pankow. Ich bin rumgerannt, so viel rumgerannt, zu viel rumgerannt, ist doch nichts passiert. Ich bemerke, dass ich dich liebe, und ich sterbe heute für dich, doch du merkst es nicht. Pankow und André Herzberg und Band, 25. November im Lindenpark Potsdam, 26. November im Hotel Stern in Werben bei Cottbus, 29. November in der Easy Dance and Music Hall Frankfurt. Präsentiert von Fritz. Besser nicht. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos, verme junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Tengo miedo perderte, perderte después.
Peter Kerr nochmal für Musik. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, alles klar, jetzt kann er angerufen werden. 74 81 110 in Potsdam. Das hat die Vorwahl 0331. Das Thema ist heute Fragmente des eigenen Lebens, ins Leere gelaufene Lebenslinien. Jeder, der irgendwann mal ein Poetenseminar besucht haben wird oder sich so mit Dichtungsformen beschäftigt haben wird, wird die vier Els eben zu schätzen gewusst haben. Tote Äste des eigenen Lebensbaumes. Darüber wollen wir heute reden. Kinder, ihr seid aber auch Kalkulateure, ja? Jetzt sind die Leitungen hier wieder voll und bis eben habe ich wieder gebammelt und gedacht, ist das Thema zu kompliziert? Wird da der junge Brandenburger oder die junge Berlinerin, werden die damit überfordert mit so einem komplexen, schwierigen Thema, das ja wirkliche Selbstbefragung zur Voraussetzung hat, eine kritische Revue des eigenen, die Fähigkeit, sein eigenes Leben kritisch Revue passieren zu lassen. Aber nee, ihr seid bloß so kalkulierend und denkt an eure Telefongebühren. Das ist anständig, nur nichts der Telekom in den Rachen werfen. Guten Abend, wer bist denn du? Hier ist Ajax, hallo. Tag Ajax. Ja. Ja, also, dich reizen ja mal eher die philosophischen Themen, ne? Mich reizen eigentlich alle Themen. Ich versuche die dann nur anständig zu beantworten. Ja, damit fordert man bei mir natürlich nicht gerade Qualität heraus, ja, wenn man sich mit allem zufrieden geben kann. Naja, ich meine, die Qualität muss ja nicht unbedingt vom Thema herrühren. Im Gegenteil finde ich sogar gerade Sendungen mit eher schlichteren Themen geeigneter. Aha. Da ja dem dienen. Ja, das war jetzt Kritik an der Sendung, vielen Dank. So, Ajax, wir müssen jetzt zu deinen Fragmenten kommen. Ja, also ich habe beim Nachdenken festgestellt, dass irgendwie alle Fragmente bei mir, also das kann man sehr schön mit der letzten Sendung kombinieren, mit diesen Charakterzügen, irgendwie immer so eine charakterliche Parabel als Ursache haben. Dass ich so im ersten Drittel meines noch jungen Lebens noch relativ gleichgültig war, dann eine Phase des Stürmens und Drängens durchlebt habe und dann wieder nicht gerade Gleichgültigkeit, aber doch ja, das klingt jetzt doch eher parabolös und weniger fragmenthaft. Ja, aber viele Fragmente entstehen daraus. Also wenn ich das jetzt mal näher ausführen darf. Zum Beispiel steht gerade vor mir ein großes Fragment, was durchaus auch charakterliche Ursachen hat. Das ist nämlich ein Bausatz eines Atomkraftwerkes. Und zwar, da sieht man so schön diesen Maschinenraum, dann so einen runden Bau, ja. Und dann hört es aber auch auf. Also der Kühlturm ist nur noch zur Hälfte fertiggestellt. Ich zweifle jetzt doch ein bisschen an der Gestalt deines Lebens, wenn die sich auf unvollendet gebliebene Modellbaukästen dann bezieht. Ja, das ist ja quasi nur Metapher für das, was dahinter steht. Für nichts anderes. Ajax, ich danke dir erstmal. Würde dann alle weiteren Anrufer darum bitten, vielleicht ein Stück vom Bausatz wegzukommen, hin zum unmittelbar eigenen Leben. Ich weiß, es ist ein kompliziertes Thema, aber es liegt auch an euch, was Schönes draus zu machen. Guten Abend, wer bist denn du? Ja, hallo. Hallo. Ja, Martina hier. Guten Abend, Martina. Na du, ich bin ganz entsetzt, dass ich plötzlich in der Leitung bin. Ja, na, ich freue mich. Selbstkritische Themen fordern offensichtlich doch eher Frauen heraus anzurufen. Ja, bloß weil ich gerade dem Ajax noch so intensiv gelauscht habe. Ja. Und nochmal Ajax überlegt habe, was Ajax immer so sagt, weil er ja oft anruft. Ja. Ja. Und da überlegt man dann, was er immer so sagt. Ja, naja, also er sagt eigentlich nicht das, was ich von jemandem erwarte, der 18 oder 19 Jahre ist. Aber das ist ja nicht das Thema. Eigentlich ist ja das Thema Fragmente und Sachen, die man so miteinander verarbeitet und wo man sagt, also damit ist man nicht so einverstanden oder wo man nur Bruchstücke verarbeiten kann. Ja, oder eben Geschichten, die man für sich selbst nicht zu Ende gebracht hat. Genau. Wobei, sagen wir mal, jetzt Berufsausbildung, Studium wären jetzt sicher die naheliegendsten Beispiele. Genau. Und von daher aber auch eher die nicht ganz so interessanten, würde ich denken. Naja, aber interessant ist ja eigentlich das Studium. Für dich ist ja auch immer das Studium sehr interessant. Oder was du mal im vorigen Zeitalter für dich getan hast. Ja, da fragen aber immer die anderen. Ich frage da ja nicht.
Na, also du von, es aber immer bereitwillig. Ja, nur weil ich gefragt werde. Naja. Ja, und weil ich denke, man hat ja eine Informationspflicht, wenn man hier hinter so einem Mikrofon im Radio steht. Ihr könnt mir auch immer einen Nachrichtenjingle unterlegen und sagen, ja, ja, ich hab studiert. Haben wir ja fast alle. Ja, jetzt wollen wir hier keinen ausgrenzen. Die in diesem Land mal groß geworden sind. Also nehmen wir an, wir haben das alle, die in diesem Land, du und ich haben das auch, und machen irgendwo... Nehmen wir an, ich hätte das auch. Ja, du hast es. Also nehmen wir an, wir haben mal eine Sache angefangen und haben die einfach nicht zu Ende gebracht. Aber dadurch sind wir ja durch unsere Eltern ziemlich in eine Richtung gedrängt worden. Und da ist mir, als du mit den Fragmenten und den Neandertalern heute was erzählt hast, mir eine ganz tolle Sache in den Kopf gestiegen. Zum Beispiel bei meinen Eltern war das immer so, das will ich mal ganz kurz als Geschichte erzählen, meine Mutter hat meinen Vater immer als Neandertaler bezeichnet. Und das so, dass hatte der auch immer nur Unsinn im Kopf? Ja, der hatte nicht immer nur Unsinn im Kopf. Der war sicherlich oder ist sicherlich ein ganz intellektueller Mensch gewesen oder ist es heute noch. Aber sie konnte mit seinen ganz versponnenen Ideen, die er hatte, überhaupt nicht anfangen. Und dadurch hat sie ihn immer als Neandertaler bezeichnet. Oh. Das ist aber im Grunde eine Fehlbezeichnung. Weil eigentlich gilt der Neandertaler ja eher so als gewalttätig. Naja, sicherlich sind... War das dein Vater? Ja, das war... Ja, auch? Ja, ich auch intellektuell. Ach. Und hat ab und an auch mal so Möbel kurz und klein geschlagen? Ja. Schön. Das sind ja so Familiengeschichten, die passieren ja heute kaum noch, oder? Nee, ich glaube, das passiert in vielen Familien noch. Ja? Wobei wir zwei Frauen waren und ein Mann. Und der hatte das ja immer sehr schwer, sich gegen uns beide Frauen durchzusetzen. Ja, aber wenn du... Wenn du sagst, dass er sonst eher so versponnen war, war das eher so ein Tüftler und Bastler? Nee, das war nicht ein Tüftler und Bastler. Nee, der hing mir so seinen Gedanken nach? Der hing seinen Gedanken nach, ja. Und hatte das mit seinen Gedanken doch recht schwer, gegen uns beiden Frauen anzukommen. Wobei ich nicht in die Position Tüftler und Bastler hängen bin, sondern eigentlich eine Sache studiert habe, die sehr praktisch war, also die man auch umsetzen konnte. Was denn? Bauingenieur. Bauingenieur? Ja. Und kann man damit echt zu Hause was anfangen? Was? Kann man damit zu Hause was anfangen? Man kann da zu Hause was anfangen, wenn man jemanden geheiratet hat, der Betriebswirtschaft studiert hat und nicht einen Nagel in die Wand kriegt, kann man schon damit zu Hause was anfangen. Ah ja. Der hat die Preise für die Nägel im Kopf und du hast den Hammer in der Hand. Genau. Ja, das ist ja schön. Auch da fühlt ihr sicher eine glückliche Beziehung beide. Wir führen schon seit 15 Jahren fast eine glückliche Beziehung, obwohl das eigentlich nicht zum Thema zu sagen hat, wie man... Naja, wobei, das ist ja auch ein klassischer Bereich der Fragmentbildung, die Beziehungsgeschichten, ja? Nicht zu Ende gebrachte Beziehungen. Naja, wir hoffen, dass wir unsere nicht zu Ende bringen. Ach, hofft ihr? Wieso das? Na, wir hoffen, dass wir unsere Beziehung zu Ende bringen, indem wir beide ganz alt werden und dann sterben. Aber ja, so meine ich. Also, dass sie sich erfüllt gewissermaßen, die Beziehung. Genau. Also, wir wollen nicht vorher irgendwelche Fragmente setzen und sagen, heute ist das Fragment, heute haben wir diese Sache angedacht und irgendwann morgen ist es zu Ende. Mhm. Das ist eigentlich nicht Sinn. Und wenn du jetzt mal Rückschau hältst auf andere Beziehungen vor deinem Mann, hört der jetzt zu? Der hört zu und sieht immer so. Ach, dann ist immer schwierig, wa? Dumme Kommentare und ist eigentlich der Meinung, du bist der Mann, also der ihm total intellektuell überlegen ist und sich nie trauen würde, dich an die Strippe zu kriegen. Ach. Ja. Soll ich mal ein Tänzchen mit ihm wagen? Du sollst mal, ich möchte immer... Den läuten wir jetzt einfach mal Damenwahl ein oder Moderatorenwahl? Ja, doch. Ja? Und ich bitte deinen Mann, wie heißt er denn? Stefan heißt er. Ja? Und zwar hat er dich schon oft gesehen. Würde ich Stefan auffordern? Ja, doch, ich würde das schon gerne mal wollen. Dass würde ich abklatschen jetzt? Ja, du klatscht jetzt mal ab. Ja, ich klatsch jetzt mal ab. Ja, okay, Kuttner, ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Hm? Ja, Tag ist gut, wünsche ich dir aber auch. Okay, Stefan. Und wir wollen jetzt ein Tänzchen machen? Ja, wir machen jetzt ein Tänzchen. Oh, war ja. Sag mal, du denkst jetzt wirklich, dass sie hier eine Intelligenzbestie ins Studio gesperrt haben, die dich zu zerreißen droht?
Nee, wen ja. Nee, wir können also... Nee, also so bestienhaft ja nicht. Bestienhaft ja nicht. Nee, 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 intelligent schon. Vielleicht also, können wir uns ein Thema deiner Wahl... Scheffel stellen. Uns ein Thema deiner Wahl annehmen. Oder wir reden doch über Fragmente und über Unvollendetes im eigenen Leben. Ah, also Fragmente ist sehr interessant, finde ich schon. Wenn im gewissen Sinne stellt ja doch gerade in unserer heutigen Gesellschaft so ziemlich jeder Mensch ein gewisses Fragment dar. Ja, das schon. Eine interessante Frage ist aber ich meine, das ist wirklich der Punkt, glaube ich, heute, die ist nicht so leicht zu beantworten. Sind schon die Entwicklungen im eigenen Leben, also das, was man selber gemacht hat oder unterlassen hat, also Sachen, die man dann da eigentlich nicht zu Ende gebracht hat. Ich wollte eigentlich deine Frau jetzt fragen, ob es ein Leben vor Stefan? Vor Stefan gegeben hat. Und dann hätte man da natürlich so Beziehungsgeschichten, möglicherweise abgebrochene Beziehungsgeschichten besichtigen können, ja? Naja, das wäre schlimm, wenn es kein Leben davor gegeben hätte. Ja. Also, das ist ja schlimm, wenn ich jetzt komme und der Prinz bin und irgendjemand wach küsst. Ja, warum nicht? Also ein betriebswirtschaftlicher Prinz. Ja, aber der durchaus zu küssen versteht, nehme ich an. Ich hoffe schon. Ja, da wäre jetzt eigentlich wieder eine Nachfrage bei Martina angebracht, aber mache ich nicht unbedingt. Ich habe leider noch nicht diese Twin-Phone. Das wäre natürlich für die Sendung auch nicht schlecht. Ja, ja. Oder Bildtelefon wäre ja auch schön, wa? Ja, dass man sich so zuzwinkern könnte. So, dass man dann irgendwann zu der Situation kommt, wo die Kamera auf den Anrufer schaut und du im gleichen Moment vielleicht mit demjenigen bildtelefonisch telefonierst? Na, mach das mal. Ich hab ja nicht so eine Kamera. Ach, kann man die sich nicht borgen irgendwo? Ich hab ja auch keine. Und die Komplikationen, die sich dann daraus ergeben könnten, wenn das Ding runterfällt und so. Genau. Ah, nee, dann reden wir mal über die Beziehungen vor deiner Frau. Ja, du jetzt als Friedhofsgärtner deiner abgebrochenen Beziehungen. Und jetzt machst du eine Führung. Wie viel Beziehungsgräber können wir da besichtigen? Also ist kein großer Friedhof, nee. Nee, ist ein bisschen der Betriebswirt, ist klar. Ich mach ja nur Arbeit, wa? Gott, die Immobilienpreise heute. So ein bisschen einschränken, ja. Ja, aber sagen wir mal 3? Ja, wir müssen jetzt nicht nur, ist klar, die Frau steht im Raum, wir müssen jetzt nicht so, da bleiben wir lieber einstellig. Nee, da habe ich ja kein Eier mit, aber das ist recht übersichtlich, sag ich mal. Und gibt's da so eine, bei der du denkst, dass du irgendwann nicht zu Ende gebracht hast? Ja, auf alle Fälle. Ach, nicht nur eine? Nee, eine. Eine? Ja. Kannst du sagen, was du da nicht zu Ende gebracht hast? Also, ja, kann ich sagen. Also, an sich, weil meine Frau fing vorhin ja mit an, dass sie ihre Eltern mit ins Spiel gebracht hat, dass zum Beispiel meine Mutter mich mit dieser vorherigen Beziehungskiste so eng schon liiert sah, als dass sie darin ihre Schwiegertochter sah. Also mit anderen Worten, ich habe die nicht geheiratet, also diese Beziehung nicht zu einer glücklichen Ehe geführt. Ja, aber da hast du jetzt eigentlich bloß die Erwartungen deiner Mutter zum Fragment werden lassen. Richtig. Aber zwischen euch beiden, ihr habt's nichts, was, sagen wir mal, nicht halbwegs geklärt und gelöst ist. Ja. Oder nicht gravierend. Naja, nur das ist eine ganze Weile her. Und mittlerweile ist da wahrscheinlich viel Gras über dieses Grab gewachsen. Ja, du bist ein sehr sorgloser Gärtner deiner Beziehungsgräber. Gut, Stefan, dann danke ich dir für den Anruf, ja? Ja, ich danke auch. Tschüssi. Viel Spaß noch. War's so schlimm? Nee. War? Nee, aber na, das erste Mal ist immer schlimm. Bist du aber ein flotter Tänzer, der Typ hier im Radio, Oh, danke. Und versteht zu führen, oder? Ja, doch. Tschüss. Tschüssi. Hallo. Hallo. Na? Ja? Wollen wir mal vielleicht ans Gerät gehen? Ja, geht's so? Ja? Ja, hier ist Björn aus Berlin. Tag, Björn aus Berlin. Ja, ich wollte eigentlich so ein bisschen so einen neuen Aspekt reinbringen. Und zwar, wenn man jetzt vor einer wichtigen Entscheidung im Leben steht, denn ist ja die Entscheidung, die man nicht getroffen hat, auch immer ein unverfolgtes Fragment im Leben. Ja, möglicherweise, wenn es denn tatsächliche Aussichten auf wirkliche Realisierung gegeben hätte, ne? Ja. Ja? Und wie sah denn die Entscheidung da bei dir aus? Du hast beschlossen, nicht Seemann zu werden. Nee, eher nicht. Mein Lieber. Da haben sie dich aber mit dem Lachen ausgestattet. Vielleicht kannst du das noch umtauschen. Wie alt bist du? 14. Ja, dann müsstest du das eigentlich noch umtauschen können. Ja, wahrscheinlich. Die Garantie ist, glaube ich, noch nicht ganz abgeschlossen. Ja.
Aber ich, im Moment fällt mir bei mir gar nicht so ein Beispiel ein, aber es gibt zum Beispiel, wenn einer jetzt Preisboxer und außerdem Sänger ist, dann muss er sich ja irgendwie entscheiden zwischen diesen beiden Sachen, es sei denn, er will immer grölend durch den Ring rennen. Und, ja, und die Arme wie Radflügel bewegen, und wenn dann der andere liegen bleibt, dann kann man auch singend Preisboxer werden, ne? Ja, aber das ist immer so ein bisschen problematisch, weil man dann ja immer das Publikum genau hat, was man, oder zumindest nur die Hälfte des Publikums hat, was eigentlich erwünscht ist. Ja, oder man hatte doppelte Publikum. Ja, okay. Die Freunde der Musik und die Freunde des Boxsportes. Ach, vielleicht könnte man das auf zwei Etagen machen. Ja, ich meine, das ist ein neuer Aspekt, aber der führt, glaube ich, sehr weit weg. Ich würde dazu neigen, ihn Fragment werden zu lassen. Einverstanden? Ja, okay, aber was auch noch ist ja eigentlich so die gesamte Menschheit. Wenn ja, das ist ein gutes Thema, die gesamte Menschheit. Die ist ja eigentlich auch noch eine unverfolgte Linie, weil die ist ja noch nicht fertiggestellt. Und wenn man sich mal überlegt, wie... Was fehlt denn da noch? Na, wenn man sich überlegt, wie die in 10.000 Jahren vielleicht aussehen würde. Ja, ob sie da besser aussieht? Wer weiß, ob da noch was übrig ist. Wenn die Neandertaler jetzt ausgehen. Wer weiß, ob da noch was übrig ist. Ja? Außer, sagen wir mal, tausende traurige Geldautomaten, die kaum mehr benutzt werden. Tja. Tja, gut, Björn. Mann, du bist aber auch endzeitmäßig drauf, was? Wieso? Naja, wenn du meinst, dass die ganzen kleinen Automaten nicht mehr benutzt werden. Ach, ist doch realistisch. Außerdem ist es doch im Grunde auch so schön, so ein sich schließender Bogen, so eine Kreisbewegung. Ja, die Menschheit kommt da wieder an, wo sie angefangen hat. Bei Adam so und als, na, vielleicht noch ein bisschen früher als Archäopteryx. Irgendwie sowas. Okay, vielen Dank, tschüss. Okay, tschüss. Hallo. 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 Was hast denn du da jetzt telefonmäßig manipuliert? Ja. Weil du warst jetzt nicht zu hören und dann macht's Krack und dann warst du da. Ich war irgendwie auf der Warteschleife, keine Ahnung. Bei dir, Hofner, wie sieht die bei dir aus, die Warteschleife? Ich hab ein neues Telefon, dann fliegt er auch noch nicht so durch. Ach so. Mhm. Und warte mal, da sitzt da so eine blonde Frau davon, die sich meine Fingernägel lackiert hat. Nee, aber nee. Ist ein ziemlich nobles Telefon. Aha, also nicht weit weg von der... Von was? Von der blonden Frau. Ach so, nee, meine blonde Frau, also das ist meine Mutter, die nebenan schläft. Woher ich das weiß mit der blonden Frau, wa? Mhm. Ich weiß es selber nicht. Das ist ein Ding. Ja. Wer bist du denn eigentlich? Ich bin Florian aus Berlin. Florian, wie alt bist du? 21. Ah, ja. Mhm. Nee, und was ich... Ach, und hast aber immer deine schlafende Mutter noch bei dir? Ja, ja. Du studierst nämlich an auch Betriebswirtschaft und hast ja ausgerechnet, dass es so billig ist. Nee, ich hoffe, Erzieher zu werden. Erzieher? Mhm. Aha, und da übst du denn bei der Mutti immer ein bisschen, oder? nee, die hat das schon geübt. Die ist auch Erzieherin. Die ist auch Erzieherin? Mhm. Und dann sitzt ihr abends beim Abendbrot immer da und simpelt Fach? Nee. Ja, nicht? Schlimm ist es nicht. Ich bin ja auch noch ziemlich am Anfang, also kann ich noch nicht so mit ihr mitreden, denke ich. Ja, und sag mal, gibt's da dann bei euch in der Familie nicht so ein pädagogisches Armdrücken, dass jeder versucht, den anderen ein bisschen zu erziehen? Oh, nee, das gar vielleicht nicht. Mit ganz neuen Methoden, die er irgendwo gelesen hat in einem amerikanischen Fachbuch, was noch gar nicht übersetzt ist? Mhm. Nee, wo man dann nur so einen Heimvorteil hätte? Nee, ganz so tief geht das nicht. Weil deine Mutter kennt das noch nicht mit einem sturen Blick? Nee, ganz so tief geht das nicht. Ah, ja. Florian. Ja. Ja, was ist denn in deinem Leben Fragment geblieben? Nee, was ich mir überlegt habe, erstmal zum Anfang, dass ich ja erstmal Einzelkind bin. Ja. Vielleicht von daher auch schon mal, dass das ein Punkt ist. Vielleicht hätte da auch noch was weiterentwickelt werden können. Ach so, von dem du jetzt aber keine Ahnungen hast, welche charakterlichen Stummel gewissermaßen in dir vorhanden sind, die aber blühende Äste hätten werden können. Genau. Ja, so dachte ich mir nicht. Ah, ja. Das ist natürlich der selbstkritische Erzieherblick. Mhm. Ja? Mhm. Der groß geworden ist mit der klassischen, Dreierbeziehung. Mutti, Vati, Kind. Genau. Ich habe mir ja immer gewünscht, dass sich das irgendwie noch weiterentwickelt, weißt du? Indem ich meine Eltern angesprochen habe und... Also zu einem Zeitpunkt, als sie noch zusammen waren, offensichtlich. Genau. Hm? Und wollte, dass ich noch Geschwister habe. Und dann habe ich gesagt, entweder will ich noch eine Schwester oder einen Bruder oder einen Hund. Und dann ist es halt doch beim Hund stehen geblieben. Ja, und den hast du aber auch erst gekriegt, als du 18 warst. Nee, schon früher. Den schon früher. Mhm. Ach, und hast du mit deinen Eltern mal drüber gesprochen? Mhm. Warum sind dir Brüderchen oder Schwesterchen verwehrt haben? Das war dann ein bisschen zu spät. Als du mit denen drüber gesprochen hast? Ja. Ja. Ja, Mensch, da ist ja jetzt aber auch nicht mehr viel zu löten, ne? Nö, ich bin auch ganz zufrieden jetzt damit. Ja. Und versuchst du das denn jetzt vielleicht
dann in einer Generation später alles wieder wettzumachen und vielleicht eine kinderreiche Familie zu begründen? Ja, doch, hoffe ich schon. Ja? Mhm. Wie viele Kinder hast du dir da so vorgenommen? Zwei. Ist ja noch nicht das, was man unbedingt unter kinderreich versteht. Naja, aber zufriedenstellend, ja? Oder? Ist ja zu, eigentlich auch nicht. Unter dem Aspekt der Arterhaltung? Naja. Ja, sind zwei ja doch zu wenig, müssten es ja mehr werden. Naja. Weil du musst ja immer noch, du musst ja immer, werden ja, um zwei Menschen zu zeugen, werden ja zwei auch gebraucht. Ja, ja? Von daher ist ja Stagnation dann quasi. Und dann muss man auch die in Rechnung stellen, die ja keine Kinder kriegen und können oder wollen oder sowas. Für die muss man ja mit reproduzieren. Ja, das stimmt. Das musst du ja unter dem Gesichtspunkt auch machen. Andererseits ist es ja, wird ja dann doch in anderen Erdteilen mit reproduziert. Mhm. Insofern gleicht sich das wieder so aus. Gewollt oder nicht gewollt. Ja, so ja noch völlig andersrum. Ja, denn tu dein Bestes, dass die Menschheit nicht ausstirbt. Gut, mach ich. Danke dir für deinen Anruf. Mhm. Tschüss. So, jetzt machen wir noch den Anruf und dann machen wir erstmal wieder ein bisschen Musik. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin Katharina. Guten Abend, Katharina. Ja, also ich wollte erstmal fragen, was ein Fragment ist. Du klingst bedrückt wie immer oder erkältet wie immer? Ich bin erkältet, ja. Ah, wie oft bist du, wie lange bist du denn im Jahr erkältet? Weiß ich nicht, dieses Jahr vielleicht schon, zweite, dritte Mal. Ich erkenne ja mal so Stimmen wieder. Und aber deine ist unheilbar mit einer Erkältung verknüpft, in meiner Erinnerung. Ich bin ganz schrecklich erkältet, ja. Ja, naja, gut. Das werden wir jetzt nicht kurieren können, trotzdem ich mich ja hin und wieder in Fernheilung versucht habe. Ja. Das hat manchmal sogar geholfen. Insofern könntest du doch ein bisschen Interesse heucheln, aber muss jetzt so nicht sein. Katharina? Ja? Was sind denn so die Geschichten in deinem Leben, von denen du das Gefühl hast, dass du die nicht zu Ende gebracht hast? Hm. Sag bloß, du hörst die Frage jetzt zum ersten Mal. Denn will ich alle folgenden Anrufer warnen. Sie werden früher oder später im Gespräch mit mir genau mit dieser Frage konfrontiert werden. Und es wäre gut, wenn man sich im Gegensatz zu Katharina vorher Gedanken macht. Ja. Ja. Also Geschichten... Hier ist auch ein Erzieher steht hier, merkst du schon, ne? Aber einer der strengen alten Schule. Ja, Geschichten gibt es bestimmt viele. Ja, wahrscheinlich. Ja. Man weiß noch nicht genau, wo sie sind. Hm. Glaubst du nicht, vielleicht ein anderer erzählen sollte? Ja. Ja. Katharina, wollen wir das Gespräch ganz so austrieseln lassen? Ja. Ja, wir müssen es ja nicht abbrechen, sondern können wir so ein bisschen so runtergehen. Ja? Ja. Ich zieh einfach hier, sagen wir mal, deinen Regler runter und den von der Musik ein bisschen hoch. Einverstanden? Ja. Ja, wir reden einfach noch so ein bisschen. Oder nee, geht schon langsam los mit der Musik, ja? Okay. Sag mal, ja. Ja. Warum kommt denn jetzt die Musik nicht, die gute? Kinder. Das ist ja auch ein Ärger. Da baut man hier so schöne Geschichten, ja? Baut man so feine Strukturen und dann funktionieren die nicht. Ah, wir machen eben eine andere Musik, geht ja hoch. Wow, habt ihr denn Kraft? Yeah! I'm sitting in my room in your prison doing time. Bars on my windows cause you're not so good at crime. You're standing on the corner with nothing in your head. Back and a gun in your pants, thinking you're the man, but you're only a standing in line to be the next bad guy. I see what you do when you use what you got, but what do you do when you do what you want? You're so civilized, you get brutalized. You're so civilized, man, I see you get cut down. Getting your mind off some guy's record. He makes his money off fools like you. Singing it out, killing like it ain't no thing. But you do the time when you're living for real. Paying his way from your death row cell. You're the last one to see. You got sold out. I hear you say you ain't paid so much. Then why the hell do you act like one? Because you're civilized.
you're like without the gun. I'd like to see when you're not hiding behind the gun, how you would live your life without the gun. Cause I know how I live mine, because you've got one. Yeah. Cause that's what it is. Hide behind your gun. You take life, you're just another pig to me. You think you're different, but you're just another pig. Yeah, a pig, yeah. You gotta have a gun, then you're just another pig to me. You think you're different, but you're just another pig. You gotta have a gun, you're a pig to me. Just a pig to me. You gotta have a gun, you're just another pig to me. You got a gun, you're just another pig. You're so civilized, you get brutalized. You're so civilized. A gun in your hand makes a fool out of you. Oh yeah. A gun in your hand makes a target out of me. Oh no. Freedom, you need your freedom. You want your freedom. Your freedom is killing you, man. Freedom, you can't handle freedom. Hey, and now you're dying for it, because you're civilized. You get brutalized. You're so civilized, man. I watch you get cut down. You're so civilized. You get brutalized. Oh man, I watch you get yourself cut down. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 110. Ja, das sind Dialoge, wie man sie nicht allzu häufig im Radio hört, zwischen zwei Moralisten. Henry Rollins auf der einen Seite, das war der etwas lautere mit der etwas tieferen Stimme, der seins zu sagen hatte. Und Schnatterinchen, das war die mit der etwas helleren Stimme auf der anderen Seite. Die hatte ihr's zu sagen. Beides hat relativ eng mit der Sendung zu tun. Wieso eigentlich? Und ich werde telefonieren. Ich telefoniere lieber schnell weiter. Hallo. Hallo? Das ist immer, immer gut. Ja, hallo? Ja, hier ist Adam. Na, Tag, Adam. Ach, das sind ja mal so Rettungsmöglichkeiten. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, kann ich ja mal telefonieren. Ja, das ist nett. Ich biete dir gern mich als Anker an. Ja, Schwimmring wäre mir lieber. Ja, Anker zieht er doch sehr runter. Ja, aber er bietet auch so einen festen Halt irgendwo. Mitten in so einer haltlosen... Ja, wenn man selber ja, Schiff ist. Ja, aber ja, ich bin ja eher Schiffer. War mehr so metaphorisch gemeint. Ja, ja, ich war auch metaphorisch. Aha. Nur so die andere Sicht. Aber ist egal. Adam. Ja. Soll ich erzählen? Ja, ja, nee. Aber Adam, da fällt einem sofort Eva ein, dann überlegt man, sagt man was mit Eva, oder ist doch eigentlich zu blöde? Das hörst du ja wahrscheinlich Tag für Tag, und das dann noch über Radio öffentlich ist ja auch total peinlich. Dann denkst du, weil man so bewusst irgendwie so was wahrnehmen kann und aufnehmen kann, ja, kommt natürlich als Zusatz bei neuen Leuten, die man kennenlernt, wo ist denn Eva oder so? Ja, sofort, also man hätte sich einen originellen Spruch einfallen lassen müssen, den hätte man irgendwo aufgeschrieben. Nee, aber ich bin ja der Peinlichkeit ausgewichen, indem ich die Peinlichkeit gleich selbst thematisiert habe. Ja, das ist so eine andere Vermeidungsstrategie. Dankbar. Sehr schön. Wie alt bist du, Adam? 19. Ah ja, nee, es ist ja doch irgendwie ein unterschiedlich, ist ja ein Unterschied, ob man, sagen wir mal, mit 40 auf sein Leben zurückschaut oder mit 19. Ja, ja? Also es ist eher so die Zukunft, in die Zukunft blicken. Als in ja, und was auch so die Zahl der möglichen toten Äste am Lebensbaum betrifft. Ja, also da ist jetzt natürlich eine gute Überleitung, weil der tote Ast entwickelt sich gerade. Also das habe ich das Gefühl. Deshalb will ich auch als 19-Jähriger nicht zurückblicken, sondern vorausschauen, schon in der angstvollen Annahme, dass sich dort ein toter Ast entwickelt. Und das ist natürlich jetzt, wie die meisten so 18- bis 20-Jährigen, die sich irgendwann mal zu so einer intellektuellen Bildungsschicht herauskristallisieren wollen oder müssen oder... Ja. Das weiß ich ja noch nicht. Und das betrifft dann das Studium oder die Menschheit, nehme ich mal an. Ja, das Abitur. Das Abitur, gut. Damit man überhaupt die Möglichkeit findet, zum Studium zugelassen zu werden. Ja, da gibt es im Grunde zwei philosophische Themenkreise für 19-Jährige. Abitur oder eben die Menschheit. Ja. Gut, dann reden wir über das Abitur. Ja, das ist nun ein sehr großes Problem. Jetzt fängt nämlich der Abiturstress bei uns an.
Und dauernd wirst du getriezt und du musst halt irgendwas tun und dann wird dir gesagt, naja, wenn du nicht das und das machst, dann wird nämlich das und das eintreten, nämlich dass du es nicht schaffst. Ja. Und das ist also eine wirklich eine immense Druckleistung, die so die Lehrerschaft und so die Gesellschaft, die Eltern da in vorderster Stelle auch so mit dir aufbauen. Und das zeugt natürlich auch bei manchen Leuten zu so einer Art von Verweigerung. Also die Aber ist doch dann im Grunde eher so die Hegenhand des Lehrers, ja? Die versucht, das, was sich möglicherweise als toter Ast abzuzeichnen beginnt, von vornherein mit einem kräftigen Schnitt der Baumschere auszumerzen, ist ein Scheiß, also auszu. Ja, aber das führt eher so zu dieser philosophischen Taktik, der Aufklärung, die so sagt, also Kinder sind so diese kleinen zu behütenden Bäumchen, die beschnitten werden müssen, damit sie gerade wachsen. Ist doch aber ein schönes Bild. Ja, aber ich meine, damit wären wir wieder bei der deutschen Mentalität der Gartenzwerge im Vorgarten mit einer gerade gewachsenen Fichte daneben an. Ich finde doch die Bäume gerade, die sich so wild herauskristallisieren, eher viel angenehmer. Naja, du hast aber auch die Chance, dich als breit ausladende deutsche Eiche zu profilieren. Ja, ja, und dem Schnitt mit der Baumschere zu verweigern. Ja, aber gerade mit der Baumschere wird ja diese, werden ja die Eichen dann, ja und mit geformt. Ja, nee, mit einer Krone breiten Wissens deine Lehrer als Gartenzwerge in den Schatten zu stellen, in den Abiturprüfungen. Ja, das erfordert aber eine sehr große Eigeninitiative. Also das erfordert nämlich genau, sich nämlich nicht darauf einzulassen, beschnitten zu werden, sondern zu sagen, ich nehme mich aus diesem Prozess heraus und sage dann... Naja, das ist schon erstmal so eine grundsätzliche Wahl, irgendwie Eiche oder Bonsai, ja? Ja, aber der Bonsai will ich ja nur nicht sein. Ja, das meine ich ja. Also dann entscheide ich, ein ordentliches Bäumchen zu werden und kräftig... Ja. Ja, aber da muss man natürlich durch die Abiturprüfung durch. Ja, ne, aber ich meine, auf der anderen Seite ist doch das gar nicht so wichtig, oder? Also ich meine, für eine intellektuelle Bildungsschicht oder es ist so allein schon dieses intellektuelle Bildungsschicht, die so propagandiert wird, ist die denn so wichtig? Das sind doch so elementare Fragen, die uns so betreffen. Also so den 18- bis 20-Jährigen. Wer will denn schon dazugehören? Vielleicht ist es doch viel besser, das halt nicht zu machen. Ja, Mensch, Bäumchen jetzt aber auf der Baumschule, naja, aber was denkst du, na hier, du hast jetzt hier so eine weit ausladende deutsche Eiche vor dir, ja, das kommt nur über Radio, vielleicht nicht so unmittelbar, steht mein Telefon, so unmittelbar rüber, du musst nicht denken, dass es hier mit einem Baumkuchen zu tun hast. Na, aber ich bezeichne dich doch nicht als weit ausladende Eiche. Ja, das merke ich ja, das merke ich ja, darum... Ja, wirklich verwarnen. Ja, naja, genau, das merke ich und darum habe ich den Vergleich jetzt angebracht. Also du möchtest dass er dann, als Eiche bezeichnet werden. Ja, ich würde mich also, sagen wir schon, als meinetwegen auch als mächtiger Eukalyptusbaum, als 3000-Jähriger, so. Als 3000-Jähriger? Naja, jetzt 1000 Jahre mehr oder weniger, darauf kommt es mir jetzt nicht drauf an, ich würde schon handeln lassen mit dir. Ja. Also da war ja nun, also du hattest ja gerade diese zwei Themen vorgestellt, was du für 19-Jährige so anscheinend interessant ist. Also du wirst Menschheit. Jetzt doch lieber auf die Menschheit ausweichen. Ja, Abitur ist zu kompliziert. Ja, also da ist dann, der Rest, den man sich verwickelt. Also. Ja, nee, dann reden wir, da hast du recht, dann redet man ja doch lieber so über die globalen Probleme. Probleme. Ökologie, Überbevölkerung, Atomkraft, AIDS. Da ist dann so, fragt irgendwas und irgendwer wird dann schon zustimmen. Da ist man fitter, da kann man besser mitreden. Ja, das ist richtig. Aber es gibt ja da auch sehr viele, also gerade die Menschheit betreffende, sind ja nur fraktale Entscheidungen gewesen. Also wir befinden uns... Mein Lieber, also ein Unterschied zwischen fraktal und fragmentarisch oder fragmentar? Nein, also fraktale Entscheidungen. So. Fraktale Entscheidungen? Ja, wir leben noch auf einem Gedankenkonstrukt, was uns sagt, wenn A... Also wenn ein Fragment A benutzt oder intensiviert wird... Oh, das klingt gut, ey, du bist aber voll in der Abiturstufe gerade. Ja, aber ich muss mich jetzt auch irgendwie diesen Druck in Ventillösung geben und das mache ich anhand meines Telefons mit dir. Also ich bin dir auch sehr dankbar dafür, muss ich sagen. Ah, ja. Ich merke schon, wie ich so langsam ruhiger werde und der Druck so aus... Ja? Der Sprechfunk als Hofpause der Baumschule. Ja, also das ist doch ein sehr angenehmer Vergleich. Ja, schön. Also mir... Sehr, sehr angenehm. Also ich gebe da auch, glaube ich, du gibst da den 19-Jährigen sehr viel Mut. Ja, dann rede mal mein japanisches Kirschbäumchen. also diese fragmentalen Entscheidungen, die so von A nach B führen und dann zu C, denn das ist doch genau das, was eigentlich sehr schlecht ist. Es gibt doch viele Sachen. Also das haben wir doch zu einer 2000 Jahre alten gedanklichen Ebene zu verdanken, die eingeleitet wurde durch Herrn Plato oder so. Also findest du nicht? Adam, ich habe das Gefühl, da sollten wir beide mal richtig drüber nachdenken. Ja?
Ja, na, ich denke ja die ganze Zeit drüber nach. Jetzt versuche ich das so in verbaler Form auch, also meinen 6 Millionen Zuhörern oder ich weiß nicht, wie viel. Ja, ist klar. Denken in Progress. Was? Das habe ich jetzt nicht. Nee, lass es so fraktal da stehen. Danke dir für deinen Anruf, ja? Alles klar. Tschüss. Viel Spaß morgen wieder in der Schule. So. Ach, da hat schon jemand auf ihm. Ja. Fraktal, da kann man schon unsicher werden. Von A nach B über C nach Dings da. Hallo? Ja, hallo. Ja. Katharina. Schon wieder oder mal noch? Nee, eine andere. Och. Erstaunlich. Ja, wie das immer so zu Namensdoppelungen kommt in einer Sendung. Ja, rufen 5 Frauen an und 3 sind Katharina dann. Aber, naja, ich kann da auch nichts für meinen Namen, also. Nee, kannst du auch nicht, aber ist doch schon eine Überlegung wert, wie sowas entstehen mag, ne? Vielleicht ein Altersproblem, Generation. Ja, so ein Jahrgangsphänomen, ja. Aber warum rufen heute nur, wie alt bist du? 20. 20 Jahre an, die alle auf den Namen Katharina getauft wurden. Tja, das ist eine Frage. Das liegt vielleicht auch am Thema, aber warum führt das Thema dazu, dass 20 Jahre anrufen? Was interessiert dich denn an dem Thema? Also, nichts eigentlich. Nee, als erstes wollte ich eigentlich mal dir was vorlesen. Ich wollte eigentlich nämlich in der vorigen Woche schon anrufen, weil du da nämlich so eine Verwicklung in der Sprache hattest. Und da hast du immer drüber geklagt. Und da habe ich was gefunden von dem Alles Freiherr von Knigge über den Umgang mit Menschen. Und da schreibt hier sehr interessant: Eine andere Art von Ungerechtigkeit gegen Schriftsteller und Künstler begeht man, wenn man von ihnen erwartet, sie sollen auch im gemeinen Leben nichts wie Sentenzen reden, nichts wie Weisheit und Gelehrsamkeit predigen. Der Mann, der am glänzendsten von einer Kunst schwätzt, ist darum nicht immer der, welcher die gründlichsten Kenntnisse davon besitzt. Es ist nicht einmal angenehm und schmeckt nach Pedanterei, wenn wir jeden ohne Unterlass von unseren eigenen Lieblingsbeschäftigungen unterhalten. Und auch hat ja ein Gelehrter, so gut wie ein anderer Erdensohn, seine Launen, die nicht stets gleich aufgelegt zu wissenschaftlichen und überhaupt zu solchen Gesprächen, die Nachdenken erfordern. Oder die Menschen, die er um sich sieht, behagen ihm nicht, scheinen ihm keines Aufwandes von Gestand und Witzes würdig. Toll, wa? Ja, würde ich erstmal ja sagen bei toll. Würde dann aber gleich nachfragen, Katharina, war das jetzt eher eine Verteidigung oder war das jetzt eher eine Anklage? Ja, sag ich mal. Das war eher eine Verteidigung, weil du nämlich letztes Mal so geklagt hast, dass du war. Mal so genau die Worte findest und da dachte ich... Ja, dann danke ich dir für die Verteidigung. Aber ich glaube, ich hatte schon das Gefühl, es ist wichtig zu sagen, dass das als Verteidigung gedacht war. Und nun zu dem Problem. Jetzt nun zu den Fragmenten deines 20-jährigen weiblichen Lebens. Ja, also was ich verpasst habe, sind eigentlich, würde ich sagen... Eigentlich gibt es so Sätze, die ich leider nicht zu Ende geführt habe. Genau, unter anderem. Nee, ich würde sagen, so die freundschaftlichen Beziehungen, die man so nicht miteinander aushält, weil ich doch denke, dass oder was mein Problem ist, sagen wir so, in der heutigen Zeit ist diese Oberflächlichkeit. Die man nicht aushält oder sagen wir, die man aus Schlamperei irgendwie einschlafen lässt? Die man nicht aushält, ist ja was anderes. Ich merke immer mehr, dass ich dem auch selbst verfalle, obwohl ich das sehr schlimm finde. Also, dass ich früher war, also habe ich eigentlich gedacht, naja, so hohe moralische Vorstellung von meinetwegen von einer Freundschaft oder von einer, weiß ich nicht, von einer Beziehung oder so. Das war eigentlich für mich wirklich das A und O und jetzt merkt man, dass man immer mehr Abstriche macht. Einfach weil man sich nicht so mit so vielen Gedanken eigentlich belasten möchte. Und das finde ich eigentlich ganz schön traurig, muss ich sagen. In Freundschaften und in Beziehungen? Ja. Naja, das zum Beispiel, dass man dann eben sagt so, also eben vielleicht persönlich ich nicht noch hoffe ich, aber dass ich es eben immer wieder merke, dass dann eben so gesagt wird, naja, wenn nicht heute, dann eben morgen oder so. Aber mach mal ganz konkret, erzähl mal richtig ein Beispiel. Also entweder aus einer Freundschaft oder aus einer Beziehung. Zum Beispiel, dass man, fängt bei kleinen Sachen an. Nee, sag mal nicht Mann, sag mal ich. Ich? Nee, überhaupt. Nee, nicht überhaupt, wir wollen ja nicht überhaupt über überhaupt reden, sondern über Katharina. Okay. Also ist jetzt eigentlich auch mir gegenüber oder ja, dass zum Beispiel gesagt wird, also einfache Dinge wie zum Beispiel Verabredung oder so. Dass man sagt, ja, man trifft sich dann und dann und das ist in Ordnung und eigentlich sagt ja also ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wort, jedenfalls
steht man ja, denke ich mal, dazu. Und das zum Beispiel, dass ich dann eben warten musste. Ich hatte übrigens mal im Sommer angerufen, wo ich denen eben gesagt habe, dass mein Freund eben aus Irland war es damals, wiedergekommen ist und sich noch nicht gemeldet hat. Und das sind so eine Sachen. Und der hatte sie mich durch Zufall gehört. Und da war der aber schon 6 Wochen im Lande. Er hat sich danach gemeldet, aber das sind eben so eine Sachen, dass du dann eben, weiß ich nicht, ein paar Stunden gewartet hast und dich dann eben gefragt hast, naja, was bringst du denn jetzt eigentlich? Und das ist eben bei vielen Sachen, also auch bei Freundschaften so, und dass man sich deshalb immer mehr na, sagt, naja, gut, dann kannst du ja auch so, und dann andererseits findest du es aber selber so blöd von dir, wenn ich meinetwegen irgendwie eine Verabredung nicht so ernst nehme oder so. Ja, also da hast du dich jetzt irgendwie mit abgefunden, bist aber unwillig. Ich habe mich eigentlich noch nicht damit abgefunden, aber ich merke immer mehr, dass ich, naja, auf dem Wege bin, mich damit abzufinden. Mhm. Also. Ja, nee, aber sagen wir mal, was ich ja meine mit Fragment oder was ich meine mit nicht zu Ende gebracht oder unvollendet, zum Beispiel eine Beziehung oder eine Freundschaft, wo vielleicht Probleme gab oder Fragen, die sich so entwickelt haben und die man eigentlich anständigerweise hätte zu Ende bringen müssen. Also irgendwie drüber reden oder anders austragen, und man hat es aber einfach sein lassen und hat sich dann irgendwie nicht mehr gesehen. Ist zur Verabredung nicht gegangen, dann war man nicht mehr da, und dann eigentlich hat man da aber noch so eine Schuld offen. Ja, das ist eigentlich früher. Also eigentlich bin ich ja dafür, dass man darüber redet, dass also wenn irgendwas nicht in Ordnung ist oder so, ja. Man sitzt selber, also ist eigentlich nicht der Sinn oder weiß ich nicht. Also so eine Unfall. Meine Lebensaufgabe, irgendwelche was, also wenn was ungeklärt ist und man nicht drüber redet, oder ich nicht über bestimmte Sachen rede, dann belastet mich das viel mehr. Und ich denke schon, dass ich, soweit ich mich erinnern kann, das eigentlich, naja doch, bis auf einmal, das war mit meinem Fohlen, also in der Fohlenfreundschaft, sagen wir so, dass dann viele Sachen einfach nicht ausgesprochen worden sind, und dann hat sich das eben aufgestaut, und dann hast du dann gedacht, naja gut. Da wurden die Fronten, die verhärten sich dann einfach immer mehr. Und gibt es da was Allgemeineres? Also was man jetzt so allgemein, was du jetzt sagen könntest hier am Telefon und im Radio, so eine Frage, die du da mit ihm nicht zu Ende gebracht hast? Nee, würde ich jetzt nicht erzählen wollen. Ja. So ordentlich. Ja, nee, ist klar. Deswegen habe ich auch so ganz vorsichtig gefragt. Ja. Okay, Katharina, danke dir für den Anruf, ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Hallo. 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 Wer bist denn du? Das ist eine extrem hallo-intensive Sendung. Kuttner, wer bist denn du? Ich bin Gabriele Charlotte. Tag, Gabriele Charlotte. Das macht die Sendung natürlich länger. So Doppelnamen. Du kannst mich auch Gabi nennen. Leuthäuser Schnarrenberger. Nee, Nachname ist nicht so doppelt. Der ist einfach. Der ist schlicht. Ja. Und kurz? Ja, ganz kurz. Ach, Gabriele Charlotte und dann ganz kurz. Ganz kurz. Nicht schlecht. Hm, finde ich auch. Ja, das hat so einen eigenen Rhythmus, wa? Ja. Das setzt die Prioritäten auch anders als bei anderen Namen. Glaube ich kaum. Oh doch, 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 doch. Merkst du, wir sind ja schon gleich wieder im Gespräch über Namen. Hm. Und über innere Rhythmik. Ja, die Rhythmik, die ist sowieso, ja. Hm. Ja, die ist sowieso. Meine Freundin sitzt gerade neben mir und lacht sich tot, weil sie glaubt, dass ich jetzt nicht weiß, was ich sagen soll. Ja, das glaubt aber auch nur deine Freundin. Ich glaube das zum Beispiel nicht. Darum... Was kommentiert die da hinten? Der gesagt, wegen der Rhythmik. Was hat die gesagt? Wegen der Rhythmik. Während der Rhythmik? Ach, während der Rhythmik hat sie gelacht. Rhythmik hat sie gelacht. Ja. Ah ja, dann wartet jetzt missverständliches Lachen. Ja, ja. Ja, liebe Freundin, wäre ganz sympathisch, wenn du jetzt dein Lachen im Einzelnen immer erklärst. Ja, nicht, dass Gabriele Charlotte hier am Telefon völlig durcheinander kommt und dann wirklich noch vergisst, was zu sagen. Was willst du denn eigentlich sagen, Gabriele jetzt Charlotte? Jetzt weg. Jetzt. Hey, das ist kein Videofon. Ja, das ist toll, war im Radio. Man hat ja doch Macht über Menschen. Man schafft es ja, Leute dazu zu bringen, wegzurennen oder das Radio auszuschalten oder ähnlich unsinnige Aktionen zu machen oder anzurufen. Genau das macht sie gerade. Sie macht gerade das Radio aus. Prima. Hat sie ja. Jetzt muss sie nur noch anrufen, und dann hat sie alle drei Angebote wahrgenommen. Das ist eine Schnäppchensendung hier. So, Gabriele Charlotte, du wolltest aber was ganz anderes erzählen. Ja, ich wollte nur erzählen, dass ich es heute immer noch nicht geschafft habe, die Flasche Gin auszutrinken, die noch in meinem Kühlschrank rumgammelt. Ach, und die steht jetzt da, völlig fragmentarisch. Ja, so ganz alleine. Und einsam bereit, ja. Und hart ihrer Vollendung. Nee, nicht ihrer Vollendung. Nee? Ihre Entleerung. Ja, ihre Entleerung. Aber man kann ja davon ausgehen, dass dass der Lebenszweck und Sinn einer vollen Flasche Gin darin besteht, irgendwann geleert zu werden. Das ist wohl
war. Ja? Sodass sie jetzt natürlich mit einer gewissen Trauer da im Kühlschrank steht, alleine und friert. Das ist wahr. Ja? Und wenn halbvolle Ginflaschen rufen könnten, dann wäre ein höllischer Lärm in deiner Küche. Richtig, die ruft die ganze Zeit, Gabriele Charlotte, was tust du da? Ja, quatsch nicht so viel, trink mich lieber. Das habe ich ja auch schon, aber es reicht irgendwie noch nicht. Ihr nicht, oder nee, dir? Der Durst reicht noch nicht. Also. Ach so, ach ja, das ist ja auch unglücklich. Aber eigentlich so richtig so Dinge, die ich noch nicht zu Ende gebracht habe, sind zum Beispiel mein Studium. Das ist ja ein klassisches Beispiel, was studierst du? Ach, ich studiere so viel, das ist ja das Problem. So viel? Ja. Was denn alles? Wie ich das jetzt sage, wissen alle, die das hören, wer ich bin. Das ist mir peinlich. Du wirst doch nicht die Einzige sein. Die Unis sind doch überfüllt mit jungen Menschen, die studieren. Ansonsten gibt es andererseits auch nicht allzu viele Menschen, die vorne Gabriele Charlotte und hinten ganz kurz heißen. Insofern wissen die sowieso schon alle Bescheid. Ja, deswegen, ja. Ja? Also dann kannst du nur sagen, was du studierst. Ich studiere Jura und Sozialwissenschaften. Das ist schon ganz viel, Jura und Sozialwissenschaften. Ich habe jetzt gedacht, noch Veterinärmedizin, Elektrotechnik und Gewässerwirtschaft. Wie bitte? Ich hätte gedacht, jetzt kommen hinten noch ein paar andere Studiengänge ran. Ja, Sozialwissenschaften ist schon eine ganze Menge. Also da hast du schon viel zu tun, so Soziologie, Politikwissenschaften und Philosophie und Kulturwissenschaften. Ja. Ja, ja. Schon und sehr umfangreich. Und bei Jura hast du natürlich noch mehr zu tun. Und wie lange studierst du das jetzt schon? Also 5 Jahre. Oh. Und bist jetzt aber noch, bis jetzt noch so im ersten Viertel? Vor dem ersten Viertel. Noch vor dem ersten Viertel? Aber wenn man das hochrechnet, dann hast du ja noch gute 15 Jahre vor dir, wa? Ja, ich frage mich gerade, ob man vielleicht als Student auch in Rente gehen kann, aber ist wahrscheinlich nicht so der Fall. Ja. Mensch, ist ja im Grunde ein Fall, sich mit seiner halbleeren Ginflasche zurückzuziehen. Ja? Das ganze Studium nochmal Revue passieren zu lassen? Die dürren Jahre, die einem noch bevorstehen? Die dürren Jahre, die einem noch bevorstehen, sich selber in den schwärzesten Farben zu malen, um zu entscheiden, ach, ab morgen gehe ich doch lieber kellnern. Dürre Jahre sind gut, aber ich schreibe morgen nicht. Wieso waren jetzt dürre Jahre gut? Das müsstest du erläutern? Ja, weil ich wahrscheinlich nie dürre Jahre erleben werde. Du meinst jetzt nämlich an deine physische Beschaffenheit? Weil ich die? Frag ich. Weiß ich nicht. Gut, naja, was sonst? Kannst du dich jetzt ableugnen? Ja, nee, du kannst jetzt auch unser Gespräch meinen. Was kann ich? Du könntest unser Gespräch gemeint haben. Das ist wohl wahr. Vielen Dank. Ja, bitte. Gabriele Charlotte, wollen wir ein bisschen Musik machen? Ja, darf ich mir was wünschen? Ja, du darfst dir was wünschen, ich werde nicht spielen, aber wünsch dir. Nee, dann nicht. Schade, wünsch dir mal. Nee, schon okay. Ja? Ich will dich nicht in Verlegenheit bringen. Wieso? Also, nee, komm ja immer mit so einer Tüte Musik hier an und dann ist aber auch nur die Tüte Musik da, die in meiner Tüte drinne war. Von daher ist das relativ unwahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ja? Mhm. Ansonsten würde natürlich irgendwie der unselige Beck wieder passen, I'm a Loser Baby. Wie bitte? Ansonsten würde natürlich Beck wahrscheinlich wieder passen, wa? I'm a Loser Baby. 5 Jahre studiert und noch nicht das erste Viertel erreicht. Aber ich habe viel gelernt. Das kann man nicht von jedem behaupten. Jetzt im Gespräch nehme ich an. Sag ja, jetzt im Gespräch. Nein. Ja, Entschuldigung. Vielen Dank, Gabriele Charlotte. Und hinten ganz kurz. Tschüss. David Garland.
sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Thema sind immer noch unvollendet gebliebene, abgebrochene Entwicklungen, die das eigene Leben aufzuweisen hat. Wir senden auf UKW können das auch. Quatsch, da senden wir nicht, sondern wir wollten eigentlich mal die Telefonnummer nochmal durchsagen für Neuankömmlinge zum Beispiel. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Das drüben ist gut. An der alten Eiche hängt ein Telefon. Ja, macht Geduldet was. Euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 110. Eine Nummer, die du ja offensichtlich erfolgreich gewählt hast. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Mensch, oh Gott, da hat wieder jemand eingeschüchtert. Ja, ja, man treibt, kann die Menschen schon am Radio zu unsinnigen Sachen treiben. Wer bist denn du? Katharina. Echt? Ja. Kinder, ihr wollt mich fertig machen. Nee, morphogenetische Felder, sag ich nur. Wieder eine andere. Wieder eine andere? Ja. Ja, das klingt auch vom dialektischen Unterton her anders. Kannst du mal. Von was rufst du denn an? Ja, von mehr Sachsen-mäßig. Von mehr Sachsen-mäßig? Hm? Aber so richtig festlegen willst du dich nicht? Na, so ein bisschen unter Dresden. Ach, wie heißt denn das da unter Dresden? Rauschwitz. Auschwitz? Nee, mit Irre von Herrn. Rauschwitz? Bei Kamenz, aber das kennst du sowieso nicht, weil das nämlich so ein kleines Kuhdorf ist. Ja, wie viel wohnen da? Na, das ist nicht vielleicht so 150 Leute, nicht 750 oder so. 750 Leute? Ah, das ist ja dann ein richtig dolles Dorf, wa? Ja. Wie alt bist du? 17. 17. Und was macht man in so einem richtig dollen Dorf unter Dresden bei Kamenz? Na, man fährt nach Kamenz, man geht zur Schule und man schmeißt da Fragen im Raum. Woher soll ich denn wissen, wann irgendwas zu Ende ist, wenn es denn weitergeht? Also, na, wenn das, na, das ist ja irgendwo, ist ja alles so, wie es ist. Und woher will ich dann wissen, dass es nur ein Teil vom Ganzen ist und nicht das Ganze? Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel, der so ein ganz früher Anrufer, er meinte da, er hätte wohl seine Beziehung mit der einen Frau, der Stefan, er hätte es nicht zu Ende gebracht, weil er die nicht geheiratet hat. Ja, vielleicht ist es aber auch so gedacht, dass er gar nicht die heiratet. Also, das ist ja, naja, aber gedacht war schon, aber von seiner Mutter. Also für die Mutter hätte die Vollendung dieser Beziehung dann offensichtlich in der Heirat bis zum glücklichen Ende, bis zum Scheidungsrichter Tod bestanden. Und insofern ist es für die Mutter dann zumindest die Beziehung Fragment geblieben. Aber man hat ja selber manchmal, sagen wir mal, so ein Schuldgefühl dem eigenen Leben gegenüber. Oder so eine Art schlechtes Gewissen. Oder dass man denkt, das hätte man vielleicht doch zu Ende bringen sollen. Nö. Ja, weil dann hätte man es ja gemacht. Katharina, es gibt Menschen, die haben so eine Gefühle ab und an. Ich nicht. Du nicht? Nee. Ja, damit 17. Aber das ist ja dann doof, weil dann machen die sich ja wegen jedem Mist fertig. Weil naja, dann muss haben sie ja überhaupt nicht zu Ende gebracht. Nee, das muss ja nicht jeder Mist sein. Das können ja schon Geschichten sein, von denen man dann im Nachhinein sagt, also da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Kraft gebraucht oder ein bisschen konzentrierter sein müssen oder etwas sorgfältiger. Dann hätte man das noch ein Stück weiter gemacht und dann wäre es dann Schluss gewesen und dann hätte man sich ja wieder denken können. Wer sagt dir, dass es dann Schluss gewesen wäre? Vielleicht wär dann erst richtig gut geworden. Und wenn man die Ahnung hat, dass man nur zu dämlich war, irgendwas zu Ende zu bringen, was das Zeug hatte, richtig gut zu werden, ja, dann sieht man sich ja so ein Fragment seines eigenen Lebens gegenüber. Ja, aber eigentlich nicht, weil das ist ja gerade der Sinn. Weil wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo in einer ganz fremden Stadt ist und dann hat man 2 Stunden Zeit, irgendwo hinzulaufen und die Stadt anzugucken und dann läuft man meinetwegen bis zum Bahnhof und dann steht man am Bahnhof und dann denkt man sich, man könnte auch ein Stück weitergehen bis zum nächsten Haus und dann geht man bis dorthin so und dort steht man wieder, ja, und dann überlegt man sich wieder, da jetzt könntest du auch weitergehen. Also wenn man nicht weitergeht, dann ist das Schluss und dann war das Ganze. Ja, wenn man aber dann doch noch ein Stück weitergeht, dann ist das Ganze eben größer geworden. Ja, aber das ist jetzt irgendwie ein schwieriger Vergleich. Natürlich, also man könnte immer noch ein Stückchen weitergehen. Aber stell dir mal vor, man geht jetzt wirklich nur bis zum Bahnhof, setzt sich dahin, hat noch 2 Stunden Zeit, bis der Zug abfährt, und da sitzt ein netter junger Mann am Tisch.
und man unterhält sich mit dem und der erzählt ganz tolle Geschichten und man merkt auf immer, dem kann man auch ganz schöne Sachen erzählen, die man vorher vielleicht noch keinem anderen erzählt hat und dann guckt man sich an und findet den auch so ganz nett und merkt, dass er irgendwie sehr aufmerksam ist und sehr und hat so ein freundliches Lächeln und so verschmitzte Augen und schaut sich an, guckt an und dann kommt der Zug und dann geht man in den Zug und fährt weg. Na, dann steigt man in den Zug ein. Ja, aber manchmal gibt es ja Situationen, dass man dann doch so blöde ist und in den Zug einsteigt und vergisst, seine Adresse irgendwie dazulassen oder auszutauschen oder zu fragen, ob er öfter hier im Bahnhofscafé rumsitzt. Na, aber dann war das ja schon dann das Ganze. Dann ist es ja auch, also dann braucht man, wenn man unbedingt weg muss mit dem Zug, dann braucht man ja auch nicht drüber nachdenken, ob man vielleicht doch bleibt. Ja, vielleicht musste man ja nicht unbedingt weg. Vielleicht dachte man bloß, ah, jetzt ist ja da der blöde Zug, steigst du ein. Oder vielleicht war man auch bloß zu schüchtern, noch irgendwas zu sagen. Oder zu verklemmt oder zu dämlich. Oder hatte Angst, sich zu blamieren oder irgend sowas. Na, und denkt dann, das hätte ja möglicherweise die Liebe des Lebens sein können. Na, dann ist es aber das Ganze, weil dann wisst man ja, also man wisst ja nie, wann Ende ist und wo dann irgendwo was los ist. Ja, das wisst man nicht, aber man kann es ja ahnen. Nee, das kann man ja nicht ahnen. Ah, manchmal kann man schon was an. Du musst dir vorstellen, du wirst ein ganz großes Fußballstar. Fährst du irgendwelchen Mannschaften, lässt dich dort, was weiß ich, eintreiben als Jungstar und dann bringst du dir am nächsten Tag einen Fuß und kannst nie wieder Fußball spielen. Und nee, aber stell dir, naja, das ist ja einfach, Fußbrechen ist einfach. Also stell dir mal vor, du hast die besten Voraussetzungen, bist da in deinem Trainingsdings und jetzt verlangen sie von dir, jeden Tag früh morgens 6 Kilometer Waldlauf zu machen. Und dann bist du total frustriert und denkst, ach, schrecklich nette Familie, gucken ist doch besser, bleibst im Bett und glotzt Fernsehen und wirst kein Fußballstar und merkst dann 2 Jahre später, dass wenn du dich vielleicht irgendwie konzentriert hättest, deine Waldläufe gemacht hättest, dann hättest du vielleicht doch erfolgreich Fußball spielen können. Nee, wenn man das aber hingeht als Fußballspieler und im Fernsehen ist doch besser. Ist ja vorher klar, dass man halt eine gute Leistung bringen muss. Ja? Ja. Und dass man die dann auch bringt? Na, natürlich, weil sonst gehe ich ja dort nicht hin und lasse mich dort aussehen. Katharina. Wenn ich mir so umgucke, meine halbe Wand ist tapeziert und dann habe ich das schon seit so 2 Monaten, weil ich keinen Bock habe, das weiterzumachen und dann ist es halt so. Da haben wir jetzt aber echt eine eingefleischte Fragmentarierin erwischt. Ja. Katharina, ich danke dir für das Gespräch, ja? Okay, tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo Kuttner. Tag. Ich bin Carlos. Tag, Carlos. Ich wollte noch was zu dem netten Menschen da vorhin sagen, der behauptet hat, dass du eine Eiche wärst. Und er ein Bonsai. Ja, naja, ich habe nicht behauptet, dass er ein Bonsai ist. Ich habe bloß als durchaus realistische Möglichkeit versucht darzustellen. Ich würde dich ja mehr so als Rosenstrauch einschätzen, der da so wild an seinem... Ja, als Heideröslein sah ein Knab ein. Ja, genau so. Genau so. Der beduftet durch den Äther. Ja. Und die Menschen beglückt mit seiner Schönheit und Duft. Wunderbar. Und jetzt ist aber noch ein bisschen unklar, wer wohl bricht. Ja, der Rosenbauer vielleicht. Der könnte dich ja ganz brutal einfach abbrechen. Der Rosenbauer, der könnte einen zum Knicken bringen. Ja, siehst du? Ja. Ein schönes Bild gefunden. Ich würde mir wünschen, dass der Intendant jetzt zugehört hat. Ich weiß es nicht. Nee, vielleicht doch besser nicht, sonst kommt er auf dumme Gedanken. Okay, Carlos. Warte, also jetzt, um zum Thema zu kommen. Eines der Dinge, die ja hochfragmental sind, sind ja Anrufe bei dir. Also das kommt ja, ob es fragmental ist oder eine abgeschlossene Sache, kommt ja immer darauf an, vom Standpunkt des Betrachters. Für den Otto Normal... Meinst du? Ich doch, ja. Für den Otto Normal Zuhörer da irgendwo im Berlin und Brandenburger Land ist ja, wenn ich bei dir anrufe... Sag mal, Carlos Normal. Achso, nee. Es soll ja, du willst es ja nicht sein. Du rufst ja an. Ja, ich rufe an. Ja. Und für den normalen Zuhörer irgendwo im Berlin oder Brandenburger Land... Ja. Ist das ja der Anruf eine abgeschlossene Sache? Ja. Ich rufe an, da beginnt das. Mhm. Und dann sagst du Tschüss und dann ist das Ende. Dann ist es erstmal formal erstmal rund. Ja. Ja. Für mich ist es ja ganz anders, weil da geben sich ja immer wieder neue Sachen draus. Wenn du jetzt mit den Sachen, die du zu sagen hättest, nicht zu Wort gekommen wärst. Oder auch, wenn andere Leute, die mich kennen und das auch gehört haben, darauf reagieren. Zum Beispiel diese Bemerkung, dass ich einen sächsischen Unterton habe, was im Übrigen nicht stimmt. Ja, naja, dann gibt es aber so mehrere geschlossene Kreise, die sich ja vielleicht durcheinander die sich ja durchaus aufeinander beziehen können, ja, aber die ja dann doch nicht im einzelnen Fragment sein müssen. Fragment bliebe das, glaube ich, nur,
wenn ich jetzt eine wichtige Bemerkung von dir überhöre, nicht nachfrage, und das eine Bemerkung war, aus der sich dann noch ein tolles Gespräch hätte ergeben können. Aber andererseits versuche ich ja auch, das merkt man glaube ich schon, mit einer gewissen Unerbittlichkeit, die Anrufer auszupressen wie eine Zitrone, um dann die leere Schale fallen zu lassen. Kinder, ich habe heute aber große floristische Bilder hier. Aber du siehst das alles aus deiner Perspektive, ja? Ich sehe das aber aus meiner Perspektive. Von einer Baumschule zum Lemon Squeezer. Also mal angenommen, ich spreche mit dir und du lässt die Behauptung fallen, dass ich einen sächsischen Unterton hatte. Nehmen wir mal an, du sprechest mit mir. Angenommen, dann würden mich am nächsten Tag Dutzende von Menschen ansprechen, wie denn ein Herr Kuttner dazu käme, mich eines sächsischen Unterton zu bezichtigen. Und wenn ich dann nicht nochmal anrufen würde, ja, um das richtig zu stellen. Naja, das ist doch aber gerade das Gegenteil von einem Fragment. Guck mal, damit hätten wir doch dann in solch einem Gespräch Samenkörner gepflanzt, ja, die dann am nächsten Tag aufblühen und die Kommunikation fortführen. Ja? Ja, wir selber haben schon gesprochen und gleichzeitig Grund zu weiteren Gesprächen gelegt. Was will man mehr? Aber wenn ich das nicht richtig stelle, dann denken die ganzen Menschen, ich habe jetzt einen sächsischen Unterton, weil man dir ja glaubt, als seriösen Menschen. Glaube ich nicht, dass man und mir glaubt. Und das verläuft dann irgendwie im Sande, keiner reagiert mehr drauf nach einiger Zeit, aber irgendwo im Hinterkopf denken wir doch alle, Mann, ja, irgendwo sind geheime Sachse. Siehst du, wenn sowas im Sande verläuft, dann ist es genau das Gegenteil von fruchtbaren Gesprächen. Dann ist es fragmental, weil man es ja doch nicht weitergeführt hat. Ja, kann aber trotzdem in sich rund sein. Gut, Carlos, ich danke dir erstmal für den Anruf, ja? Jetzt soll ich noch grüßen? Nee, macht es nicht. Hier soll man ja nicht grüßen in der Sendung. Ich will ja nicht. Da wird mir ganz schlecht. Du willst nur mich grüßen? Ja, grüß mich. Also mir wurde aufgetragen, dich zu grüßen. Das ist die intellektuelle Form von grüßen, ja? Man grüßt nicht jemanden, sondern sagt, jemand grüßt mich. Ja. Und schon bin ich irgendwie beeindruckt, korrupt und lass mich grüßen. Wohl wissend, dass eigentlich nur Grüße übermittelt werden und nicht Grüße für mich. Aber mach es. Ich soll dich grüßen von Michael Letz. Lass dich ganz lieb grüßen. Grüße ihn auch. Mach ich. Tschüss. Tschüss. Hallo. Guten Tag. Ah, hier ist Katrin, hallo. Hier ist der Anruf beinahe auch ein Fragment geworden, als ich den Track aufgelegt hätte. Sag mal, rufst du auch kurz von Unterdresden in der Nähe von Kamenz aus dem 750 Seelendorf an? Ja, bei uns sind ein paar mehr Einwohner. Wie viel? Aber die Richtung stimmt. Kinder, die Sendung, die verlagert sich in Richtung Süden jetzt, da? Ja, der Sachs ist auf den Geschmack gekommen. Ja. Ja, die Sächsin auch natürlich, entschuldige. Heißt du echt Katrin? Mhm. Ehrenwort? Nicht ganz Katharina, nee, bloß Katrin. Katharina, ach Katrin. Ja. Ja, ei, schön. Von wo aus rufst du an, Katrin? Riesa. Da, wo die Streichhölzer herkamen. Kommen da immer noch Streichhölzer her? Ein paar gibt's noch, aber ob die jetzt aus der laufenden Produktion sind, keine Kennung. Keine Kennung, sagt der Sachse auch ganz gerne, oder? Vielleicht haben wir es übernommen. Katharina, wir müssen ja aufs Thema zu sprechen kommen. Katrin, entschuldige. Mhm. Wollen wir? Sag mal, ja. Mir, ja, klar. Ja? Mir gibt es ganz viel, was ich nie beendet habe, irgendwie. Eigentlich alles irgendwelche Fragmente. Ja? Und so ganz wichtige Sachen, die dich heute noch sehr, 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 sehr wurmen? Naja. Also was für eigentlich so wichtig ist, oder was man wichtig nehmen soll, das Studium und sowas war. Mhm. Ja, Studium ist so lebenslaufmäßig, ja? Das sind die Sachen, die im Lebenslauf erscheinen, wenn man sich irgendwo bewirbt. Aber das ist ja, dieses Leben auf so zwei Seiten Papier ist ja doch ein völlig anderes als das, was man tatsächlich lebt. Ja? Welche Sachen würdest du nicht in den Lebenslauf schreiben? Sagen wir mal so die ganzen Beziehungen, Freundschaften, Musik, Hobbys, wirkliche Interessen. Die tauchen ja da immer nicht auf. Warum eigentlich nicht? Ja, eigentlich macht der Rest den Menschen aus. Ja, weil ich glaube, ich irgendwie die deutschen Banken Dreck an geht, dass man Melvin Suit findet. Voll. Stimmt, das macht eigentlich den Menschen aus. Insofern wären wahrscheinlich, sagen wir mal, so Top-Ten-Listen wären vielleicht viel intelligentere Bewerbungsformen. Wenn jeder seine Lieblingsmusiken aufschreibt. Das ja, das fände ich auch ganz interessant. Und dann hast du irgendwie so eine Sparkasse und da stehen dann irgendwie nur so Led Zeppelin-Fans. Das wäre schon ziemlich toll. Da würde ich dann schon eher hingehen. Lebenslauf und Bewerbung, ja, da muss ich auch gerade dran denken. Da habe ich mich mal beworben irgendwo, war sogar beim Vorstellungsgespräch, aber bin dann nicht mehr hingegangen. Ach, und warum nicht? Ich weiß nicht.
Also ich fange immer alles Mögliche an und mache das nie zu Ende. Und hast du dann bedauert im Nachhinein? Bei der Infirma schon. Was war das für eine Firma? Was hast du gelernt? Bestattungsinstitut war das. Ein Bestattungsinstitut? Ach ja, das ist ja dann doch interessant. Was hast du denn gelernt? Ja, was Gärtnerisches oder so Holzarbeiten? Nee, ich wollte dort Buchhaltung machen. Ach, Buchhaltung. Ach, und warum hast du das jetzt beim Bestattungsinstitut besonders bedauert? Weil da weniger an Widerrede zu erwarten ist. Nee, da war das Klima einfach das. Die waren das so professionell. Ja, die sind realistischer, die Typen im Bestattungsinstitut. Wie läuft dann da so ein Bewerbungsgespräch im Bestattungsinstitut ab? Als Buchhalterin, ja? Ja, das war echt makaber. Erzähl mal. Das war so, so hier, auch, die haben auch ein Krematorium dort mit und da wollte er wahrscheinlich so meine Reaktion testen oder so und hat mich da rumgeführt in der Leichenhalle und dann die ganz stolz seinen neuen Ofen und alles so gezeigt. Und, ja. Aber habt ihr die Toten durchgezählt oder wie? Ungefähr, ja. Also es war echt makaber, ich fand es aber auch irgendwo witzig, wie du sagst. Und hat das Gespräch dann auch noch so besondere Qualität gehabt? Oder ganz normal. Das war dann eher normal. Ja, da wurde dann so über Zeugnisse geredet und... Mhm. Ja, das war auch der Grund, warum ich dann dort nie wieder hin bin. Also ich habe dann mir das dann doch nie zugetraut, weil ich also keine abgeschlossene Berufsausbildung und so hatte. Also ich bin in der Firma, wo ich vorher war, da bin ich Buchhalter geworden, weil ich dann mehr oder weniger so... reingerutscht bin. Ja. Und was machst du jetzt? Jetzt studiere ich wieder mal. Und was? Wirtschaftsingenieur. Wirtschaftsingenieur? Was immer das sein mag, ja. Ja. Da hab's neulich, glaube ich, schon mal einen Wirtschaftsingenieur. Das hat sich mir nur deswegen eingeprägt, weil das so unverständlich ist, weil man sich nichts darunter vorstellen kann. Naja, das ist, also ich bin eben dann nicht nur ein technisch ausgebildeter Ingenieur und nicht nur ein Betriebswirt, sondern beides. Das hat Zukunft, ja. weiß ich nicht, wie denn Rieser bestellt ist um die Nachfrage an Wirtschaftsingenieuren. Nee, aber grundsätzlich klingt es schon erstmal ganz gut. Ja. Also ist ja, das würde dann mal was werden, wenn ich mal was zu Ende machen würde. Ist ja doch handfester, als wenn man so erzählt, dass man so im Radio immer ein bisschen rumquatscht und mit Leuten telefoniert. Finde ich aber ganz. Und den würdest du aber gerne richtig zu Ende bringen? Naja, ich meine, irgendwann muss ich ja mal was zu Ende bringen. Ja, wie alt bist du denn? 27. Oh ja, da wird es langsam Zeit, ja. Wa? Ah. Und so im Privaten? Da ist alles kaputt. Tja. Da wachst du jetzt auch nur noch über tote Beziehungen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber andererseits hast du nämlich an mit 27 noch nicht völlig abgeschlossen. Manchmal schon. Ja, aber wer Wirtschaftsingenieur werden will und sagen wir davon aussieht, dass er das auch schaffen wird, der wird es doch auch möglicherweise schaffen, im Privaten noch einen auf die Reihe zu kriegen. Denkst du? Ja, auf der einen Seite ist es schwer, auf der anderen Seite ist es aber auch leichter. Ja, ich meine, die Bewerbungsgespräche sind aber auch eigentlich netter. Hm. Oder nicht? Bewerbungsgespräche? Ja. Nee. Was kann man jetzt noch machen in Riesa? Ja, nicht mehr, wa? Nee. Ei, ei. Sonst hätte ich dir ja raten, hier raus an Kaffee trinken, Bewerbungsgespräche führen. Private. Ach so, die private. Private. Wie müsste denn das aussehen? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Das ist schwierig. Aber da macht auch den Übung den. Auch da macht Übung den Meister. Oh, Riesa ist da nicht so viel los. Komm bitte? Riesa ist da nicht so viel los, da komme ich dann lieber nach Berlin oder so. Komm nach Berlin. Oh. Da ist immer drunter und drüber. Hm. In Potsdam hat es auch schicke Kneipen. Also so. Du bist so, wie bitte? Du bist ja eher in Berlin. Ich bin ja eher in Berlin. Wenn ich eine Bestattungsfirma aufmache und eine Buchhalterin bei brauche, sag Bescheid, ja? Okay, vielen Dank, Katrin. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja? Ja, guten Tag. Ja, muss nicht sein. Ja, hallo? Ja? Ach, bin ich jetzt endlich durch? Na, aber voll. Na, ich versuche das jetzt schon das fünfte Mal. Nein, unglaublich. Ich habe damit gerechnet, dass ich überhaupt durchkomme. Ja, kick mal einer an, die Welt hält doch noch eine Überraschung bereit. Ja, das ist ja gut. Ne? Ja. Ja. Also, ich habe mehrere Sachen in meinem Leben, mehr oder weniger. Nicht vollendet. Nicht vollendet. Du hast doch so einen Zug zum Genialischen hin. Ja, ich habe zwei Sachen, worüber ich sprechen wollte, die, sagen wir mal, wichtig sind. Ja? Die eine, die ich vollenden konnte, dafür konnte ich leider auch selber nichts. Und zwar ist es, mein Bruder ist letztes Jahr gestorben bei einem Motorradunfall. Ja.
Und ich habe leider nie die Möglichkeit, weil wenn man, der war älter, der ist 24 gewesen und da kennt man das ja, dass man sich dann immer mit dem rumstreitet und wahrscheinlich auch mal prügelt und sowas. Mhm. Und irgendwie habe ich nie die Möglichkeit gehabt, ihm dann zu sagen, dass ich ihn doch richtig liebe. Halt wie man so einen Bruder halt mal liebt. Ja. Und das ist doch schon, sag ich mal, was mich sehr belastet irgendwie. Ja. Und kannst du nicht die Hoffnung haben, dass er vielleicht trotzdem gespürt hat? Das ist, sagen wir mal, das ist das Einzige, wo ich mir sagen kann, was mir dabei hilft, irgendwo das halt zu, damit fertig zu werden. Dass also, ich mir halt denke, dass er das vielleicht doch irgendwo wusste. Ich habe mich ja früher mit meinem Bruder auch, also solange der noch kleiner war, wunderbar, also toll geprügelt und wunderbare Schlägereien haben wir uns geliefert. Aber ich glaube, wir wussten schon immer noch so halbwegs, woran wir miteinander sind. Mhm. Auch wenn das von außen nicht so ausgesehen haben mag. Ja, nee, das ist auch so, sag ich mal, ein bisschen das, wo ich halt dann irgendwo immer die Hoffnung habe auch, dass er das vielleicht doch irgendwo wusste, weil da ist wirklich böse Blut teilweise zwischen uns beiden geflossen, was schon, naja, das kann man schon nicht mehr als normal bezeichnen, weil er auch immer bevorzugt worden ist und alles. Ja. Aber das ist, sag ich, jetzt immer so das Einzige, wo ich dann immer wieder hoffe, naja, vielleicht wusste er das ja doch. Aber das ist halt eins meiner Sachen, die ich halt nicht vollenden konnte, die doch in meinem Leben eigentlich sehr krasse Spuren hinterlassen haben. Ja. Mensch, ich glaube ja nicht dran, aber vielleicht haben sie im Himmel Radios und vielleicht hört er jetzt zu. Tja, ich glaube auch nicht ganz dran, dass sie da ein Radio haben. Ja, aber die Engel johlen jetzt. Ja. Können ja nicht anrufen. Ist, ich bin jetzt 23 und versuche, naja, man fängt ja mit 16 so mit einer Ausbildung eigentlich an. Mhm. Und genau dasselbe versuche ich eigentlich auch. Zu Ende zu kriegen. Zu Ende zu kriegen. Oh, da busselst du aber schon 7 Jahre rum. Ja, so lange ist es jetzt schon. Du wirst, da besteht ja die Gefahr, dass du ein Meister deines Fach werden wirst. Naja, ich habe ja immer wieder gute Vorsätze, nehme mir die jedes Jahr wieder neu vor und diesmal schaffst du das. Hatten echt immer so am 1. Januar dann auch? Hä? Auch immer so am 1. Januar, zum 1. Januar? Ja, zum 1. Januar hin. Ah. Letztes Jahr dann halt so zu dem Tag, also wo ich sag, mir Bruder gestorben ist, dann, na, jetzt musste ihm das auch irgendwo vielleicht zeigen, dass er doch nicht, weil er auch immer der Einzige war, der halt an mich richtig geglaubt hat. Die andere Familie immer so gesagt, naja, das ist ein Taugenix, der kann nix. Und er hat aber irgendwo immer wieder halt gesagt, doch, ich kann das schon und ich hab halt auch so ein kleines Autoritätsproblem, dass mir schwer was von irgendwelchen Leuten sagen. Mm. Und jetzt hatte ich... Das ist natürlich ungünstig, wenn man noch in der Ausbildung ist, ne? Ja, das ist extrem ungünstig. Und jetzt hatte ich am 1.9. auch wieder eine schöne Ausbildung als Heizungsbauer. Und ist ein Beruf, der mir wirklich wahnsinnig viel Spaß macht, weil ich jetzt auch schon mal so dann da drin gearbeitet habe. Und ja, das hat leider auch nur, na, 2 Monate, 2,5 Monate. Oh, und woran lag das dann? Ja, das lag wohl irgendwie daran, also laut meinem Chef sind das, ist das eine personelle Umstrukturierung. Ja. Und die hätten sich, also die wollten eigentlich wohl keinen Lehrling mehr nehmen, aber meine Bewerbung gefiel denen halt so gut und dass ich dann schon auch Vorkenntnisse habe. Und dann haben sie mich wohl doch genommen. Und jetzt so nach 2,5 Monaten halt, 3 Monate aus der Probezeit, haben sie dann doch gesehen, dass das wohl doch nicht alles so ist. Weil eigentlich, da muss ich auch sagen, da war ich selber überrascht, dass sie mich so gesagt gekündigt haben. Weil mein Kollege, mit dem ich so gearbeitet habe, der war zufrieden gewesen eigentlich mit mir. Ich habe auch meine Arbeiten alle gemacht. Eine Arbeit habe ich viel zu selbstständig gemacht. Da habe ich eine Heizungsanlage außer Betrieb genommen, wo was also auch kein normaler Monteur machen würde, ja, weil die wohl so schwer angeht. Aber wir haben es auch wieder zum Laufen gekriegt, aber da war halt auch mein Chef dabei. Das hat der so gesagt mitgekriegt und das meint er dann zu mir, wäre also halt mit ein ausschlaggebender Punkt, dass ich ihm dazu selbstständig bin. Und wenn mir der Vorgesetzte, also meine Selle sagt, ich soll dumm rumsitzen, dann soll ich halt dumm rumsitzen. Mhm. Und irgendwo war das ein Widerspruch, weil er halt bei mir, als ich mich vorgestellt habe, hat er gesagt, die brauchen halt auch Leute, die Leistung zeigen. Ja. Da wollte ich Leistung zeigen, naja, und dann habe ich sie wahrscheinlich am falschen Ort. Dann bist du jetzt erstmal wieder raus, die Ausbildung ist abgebrochen und diesmal ganz ohne dein Zutun und ohne deine Schuld. Und ja, also das ist jedenfalls like, jetzt, das behaupte ich von mir aus jetzt mal. Ja. Bin natürlich auch dabei, mir natürlich was Neues zu suchen, weil hab eine Wohnung endlich mit Freunden zusammen und da muss man ja auch ein bisschen was dazu beitragen. Also ja, im Moment sag ich mal... Erstmal schön Heizung einbauen. Das ist alles schon drin hier. Da. Ja, ärgerlich, ja? Ja. Mensch, damit könnte man da Freundinnen beeindrucken. Naja, ich glaube nicht, dass sie das beeindrucken würde. Naja, ich kenne schon ein paar Freundinnen, die ich schwer beeindrucken könnte.
Na, da musst du mir mal die Telefonnummer geben. Ja, da, ja. Da baue ich dann die andere Heizung ein. Gut. Nee, aber das sind halt, sag ich jetzt mal so, die zwei Versäumnisse oder Sachen, die ich noch nicht zu Ende gebracht habe. Aber das mit dem Heizungsbauer zu Ende zu kriegen, ist es ja noch, wa? Also du müsstest jetzt wahrscheinlich bloß rumrennen und irgendwie eine neue Heizungsfirma aufreizen. Ja, ich war schon bei der Handwerkskammer, wo man ja immer sagt, die versuchen ihnen auch zu helfen. Ja. Und ja, das Einzige, was sie da eigentlich machen, ist, dir sagen, ja, wir können ihnen nicht helfen, weil wir haben selber keine Ausbildungsstellen oder sonst was. Oder wir heben diese Ausbildungsstellen für Jugendliche auf, die das nötiger haben. Ja, ist klar. Die kommen dann darüber. Ah ja, haben sie, was ihr macht, einen schlechten Eindruck. Das ist immer sehr aufbauend. Mhm. Und wenn man dann halt so durch Firmen anruft oder rumrennt und sich persönlich vorstellt und macht und tut und denen dann sagt, ja, man hat da und da gearbeitet, ja, dann rufen sie zurück. Und da habe ich also dann auch schon so die Erfahrung gemacht, wenn zwei Meister sich untereinander irgendwie unterhalten, da war eh eine Firma, die hatte Interesse gezeigt, nach dem Anruf, also es muss ein Anruf gewesen sein, war das Interesse auf immer nicht mehr da. Mhm. Und das ist also doch schon sehr schwer. Man muss da immer viel tricksen und entweder halt wirklich offene, also alle Karten auf den Tisch und sagen so und so und so. Oder man muss da halt versuchen, irgendwie den zu verklickern, dass man vielleicht auch noch nicht angefangen hat, sondern erst spät, also jetzt später anfangen will. Mhm. Also ich habe da auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben, weil ich doch mal jetzt sage, mit 23, wenn ich die Lehre jetzt zu Ende bringe, dann bin ich so 27,5, knapp 28 und das ist, ich sag mal jetzt, die 23 sind doch schon der letzte Drücker beinahe. Ja, also ein bisschen Zeit ist noch. Ich drück dir die Daumen, musst du wahrscheinlich wirklich Power machen. Ja, muss ich. Ja? Gut. Okay. Das war's. Tschüss. So, dann sag ich jetzt an der Stelle, ist ja später als sonst, fällt mir auf, ist ja schon kurz vor 12 die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durch. Der hat die 0331 in Potsdam, da können all die anrufen, die hier nicht durchkommen und Ansagen kurz aufs Band machen. Die werden dann zusammengeschnitten und nachher kurz vor Ende der Sendung hier abgelassen, kann man abgelassen sagen. 721 39 47 ist die Telefonnummer in Potsdam, 721 39 47 und da meldet sich ein ganz, also schon eher ein zur Vollendung neigender junger Mann, der mit ebenso zur Vollendung neigenden Fähigkeiten dann immer ein wunderbares Band aus manchmal ja nicht so aufregenden, aber manchmal auch tollen Anrufen zusammenzaubert. 0331 für Potsdam, 721 39 47. Und hier kommen sie, die Melvins, die viel zu wenig gespielt werden bei der Deutschen Bank oder weiß ich wo.
Na, wenn das nicht Musik ist zum Munterwerden. Melvins, wer jetzt so richtig Power hat und irgendwie ein bisschen Terror machen will, der sollte beim automatischen Anrufbeantworter anrufen. Ich sag nochmal die Nummer durch. 0331 für Potsdam, 721 39 47. Und ansonsten wird hier noch weiter telefoniert zum Thema Fragmente des eigenen Lebens. Unter der Telefonnummer 74 81 110. Ebenfalls in Potsdam. Hallo? Hallo, guten Tag. Ach, hallo Kuttner. Hier ist die Katharina. Hier ist Katrin. Katrin, echt? Ja, wirklich. Ehrenwort? Ja, Ehrenwort. Kinder. Die Sendung ist total rätselhaft. Und vielleicht ich nicht sogar mein Hintern auf Arbeit. Wie bitte? Nee, ist schon gut. Nee, kann ich jetzt wirklich verkriegen. Ja, naja, gut. Von wo aus rufst du an? Von Berlin. Berlin. Wie alt bist du? 29. Ach, da hat man ja dann aber auch schon ein Stück, auf das man zurückschauen kann, ordentlich. Ne? Da hat man viel Unsinn gemacht und viele Sachen nicht zu Ende gebracht. Ja. Ja. Was würdest du davon halten, Katrin, wenn wir uns genau darüber unterhalten? Ich würde nur sagen, dass man sehr wohl viele Sachen zu Ende bringen kann und irgendwie da sind sie dann doch so Fragmente. Also weil jetzt hier schon einige gesagt haben, ja, die haben Ausbildung abgebrochen und dann wieder neu gemacht oder so. Ich meine, ich habe, also das, was ich bis jetzt angefangen habe, eigentlich alles wieder beendet. Aber das hat mir im Prinzip doch nicht gebracht. Zu Ende gebracht oder bloß beendet? Nee, ich habe es richtig beendet, ja. Ja, also zu Ende gebracht. Richtig zu Ende gebracht und im Prinzip hat es mir nichts gebracht. Für mich jetzt. Du meinst jetzt eher so, die Summe des Lebens ist quasi immer noch fragmentarisch unvollendet. Richtig. Ja? Du aber wartest noch auf den Moment, dass der Bogen dahin kehrt, woher er kam. Genau so ist es. Und so aber so einzelne Aspekte deines Lebens, dass du von denen sagen könntest, dass die Fragmente geblieben sind, ist bei dir eher nicht der Fall. Doch. Ach, da dann auch? Ja. Ja? Und wo da besonders? Dass man zum Beispiel Leute, die man, also wie du schon gesagt hast, mit dem netten jungen Mann im Bahnhofscafé. Ja. Ja, sowas. Ja, naja, das ist ja, es war jetzt ein verkürztes Beispiel, ist ja im Grunde eher so eine verpasste Gelegenheit, ja. Sag mal, interessanter wäre ja jetzt zum Beispiel ein netter junger Mann, mit dem man 2 Jahre zusammengelebt hat und dann doch vergessen hat, das Entscheidende zu besprechen. Nee, ich habe jemanden mal kennengelernt in San Francisco. Und den fand ich sehr beeindruckend. Und trotzdem hat er mir sogar noch seine Adresse gegeben, aber ich habe mich nie wieder bei ihm, also ihm geschrieben. Ja. Und das ist zum Beispiel so, wo ich mich hinterher doll geärgert habe. Ja, aber das ist ja eher so eine Momenterscheinung, ja, so ein Sternschnuppenmäßig. Ja. Ja? Und hast du denn vielleicht so was, sagen wir mal, wie den Nordstern, also was so dein ganzes Leben irgendwie länger überzieht? Ja, ich habe mich so oft geärgert, also wie gesagt, ich habe das alle 2 Mal gemacht, zum Beispiel auch mal gearbeitet, ich hatte, wie gesagt, einen Ingenieur und alles gehabt und der hat mir gar nichts gebracht und habe ich mich wirklich nochmal gefragt, ja, fängst du mal an zu studieren, machst du mal was ganz anderes? Und dann dachte ich, nee, das machst du nicht, machst jetzt lieber was nicht so lange dauert. Man ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Und im Prinzip habe ich das dann eigentlich dann immer wieder bereut, dass ich dann immer wieder was Neues angefangen habe. Ich habe das zwar dann alles beendet, aber das war dann auch quasi nie mehr gefragt. Ich habe dann auch dann wieder fertig gebracht, was dran gearbeitet. Und im Prinzip hat es mir dann wirklich gar nicht mehr gebracht. Ja, so dass du zwar in sich für dich alles halbwegs zum Ende gebracht hast, aber dann eher durch äußere Umstände sind alles Fragmente geblieben. Ja, das ist ja ein völlig neuer Aspekt. Darüber haben wir überhaupt noch nicht geredet. Ja. Hab ich selber auch ja nicht bedacht. Ja. So. Ja? Also man bringt zwar für sich zu Ende, aber im Prinzip ist es genauso genommen, hätte ich es vielleicht vorher abgebrochen und vielleicht auch was ganz anderes gemacht. Ja, dann wird kein Fragment geworden, sondern wirklich. Genau. Was machst du denn da jetzt? Jetzt? Ja, vielleicht noch was studieren. Naja, also das weiß ich eben selber noch nicht. Man quasi, das Alter, das schreitet ja dann leider auch voran. Leider muss ich ja sagen. Ja, wem sagst du das? Ja, ja. Ja. Da hilft ihm keine. Ein vom Alter im Zeichen der Mann steht ja hier gegenüber.
Sonnencremes oder sonst irgendwas. Ja. Haare fallen aus, werden grau. Ja. Selbst Olof Olas schlägt bei mir nicht mehr so richtig an. Nee, bei mir auch nicht. Und, naja, wie gesagt, die Haut, die flappt langsam. Oh, ja, ja. Ja, ah, ein Bild des Grauens. Ja, aber irgendwie, sagen wir mal, so einen halbwegs dich bewegenden Traum, hast du den vielleicht noch? Ja, genau, der auch noch. Und? Rockstar werden, Fußballkönigin. Nee, nee, wie gesagt, das ist ja das Alter, das ist ja nun doch nur von davor. Sechs Fußballkönigin. Ja, ja. Nee, hast dich für was Realistischeres entschieden? Nee, außerdem, ich habe zwar eine typische Fußballerkrankheit, aber, oder so eine typische Fußballerverletzung, aber... Nein, Fußball nicht so. Obwohl, die verdienen ja recht gut, ne? Mit ihren Verletzungen? Unter anderem, ja. Ich würde, wie gesagt, nochmal sehr gerne nach Amerika gehen. Ja, aber das kann man ja machen. Das könnte man ja auch als älterer Mensch machen. Ja, eben, deshalb. Ja? Hört denn, dann drücke ich dir die Daumen, dass du nochmal nach Amerika kommst. Ja. Okay, tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja. Hallo, ist das Kutzer? Ja, Tag, Katharina. Nee, Sandra. Sandra? Ja. Ja, du bist ja doch überrascht. Jetzt verletzt du ja aber die Spielregeln. Ja, schön. Ja, schön, Du klingst aber eher munter. Und ja. Halbwegs zufrieden mit deinem Leben. Ja, eigentlich schon. Ja, aber tipp doch eine schwarze Stellen. Naja, schwarze Stellen würde ich nicht sagen. Grauschleier. Ja, so. Ja. Ja, eher so. Ja. Und worauf bezieht er sich im Einzelnen dann? Na, einer konkret, der liegt schon ein bisschen länger zurück aus der Schul- und Jugendzeit. Ach so, wie alt bist du? 25. Ja. Oh ja, dann sind es ja doch schon so 8 oder 10 Jahre, ne? Ja, ja, Also, ja. So, naja, große Jugendliebe halt irgendwie. So zur 9. Klasse. Aus der man dann tatsächlich was hätte machen können? Ja. Was eine wirkliche Beziehung hätte werden können. Ja, ich denke schon. Ja? Ja? Und du bist dann aber abgezogen mit dem blöden Alf, nur weil er einen Ring im Ohr hatte. Wie bitte? Du bist dann aber abgezogen mit irgendeinem blöden Heini, nur weil er einen Ring im Ohr hatte, oder wie? Nee. Wie ist es denn dann zu Ende gegangen? Also, dass du dir jetzt noch sinnvollerweise Vorwürfe machen könntest oder dem nachtrauen? Hatte sich so ein bisschen was angebahnt irgendwie und... ja, also man hat schon gemerkt, dass da auf beiden Seiten irgendwie so ein Flackern war irgendwie. Also bei mir war ein großes Flackern. Und ja, aber ich habe dann irgendwie, weiß ich nicht, ja, ein bisschen Bammel irgendwie gekriegt. Ach, war auch alles insgesamt eher so sternschnuppenhaft? Ja, ja? Also noch nicht eine wirkliche intensive Beziehung, ja, in der man vielleicht sich abgearbeitet hätte und dann irgendwann resigniert und sagt, den Scheiß hinschmeißt, sondern war eher so die Hoffnung. Ja, ja. Also irgendwie habe ich mich in dem Alter irgendwie total gegraust vor einer Beziehung irgendwie. Ja. Also ich habe mir schon im Geiste so ausgemalt, wie das alles mal wird, obwohl ich total verliebt war irgendwie. Und jetzt, sag mal, die dazwischenliegenden 8 oder 10 Jahre, die sind jetzt die reine Tristesse gewesen? Nee. Nein, also die darauffolgenden Jahre waren doch schon irgendwie ein bisschen so mit Vorwürfen behaftet, dass man sich immer sagte, warum hast du nicht angerufen, warum hast du nicht gesagt, los, wir treffen uns mal irgendwie oder so, ja. Ja, aber es hat sich gegeben irgendwie. Und jetzt bin ich eigentlich froh drüber irgendwie. Wieso, hast du den Typ noch mal gesehen? Nö. Nee, so. Nö. Aber bist jetzt in einer glücklichen Beziehung, wieso? Ja. Ja? Nicht besser hätte sein können mit dem anderen. Ja, also, ich denke mir immer, wer weiß, wie es gekommen wäre mit dem, vielleicht wäre der total öde gewesen oder so, ja? Ja, also insofern ist es ja dann ja nicht wirklich unvollendet geblieben, sondern quasi an der gleichen Stelle ein neuer, starker Beziehungsast gewachsen. Ja, kann man so sagen. Manchmal wäre ich unerträglich poetisch. Gut, Sandra, danke dir für deinen Anruf. Ja, ja, okay. Tschüss. Hallo. Ja, hallo, Kuttner. Ja, ja. Ja, grüß dich, Mann. Ist ja direkt durchgegangen. Schön. Föst, sag ich mal einfach. Du sagst ja auch nur, dass du Kuttner heißt. Wie heißt du Höchst? Föst mit Nachnamen. Föst? Ja. Na, du sagst mir auch nicht deinen Vornamen, also... Bitte. Zur Null sagt dir auch meinen Vornamen, aber meinetwegen, fühlt sich da besser, wenn ich dich jetzt Föst nenne?
Ja, wenn ich dich immer Kuttner nennen soll, was soll ich sagen? Na, du musst mich nicht Kuttner nennen, du kannst aber was ausdenken. Micha? Ja, meinetwegen. Na gut. Und wie soll ich dich nennen? War ganz irre. Rolf? Nee. Rolf ist doch total geil. Ach, Rolf ist da langweilig. Ach, Rolf, super Name. Rolf hieß mein allererster Hund, weißt du, so will ich das heißen. Na siehst du, dem wirst du doch nicht irgendeinen Namen gegeben haben. Der hieß Rolf. Ja, sag ich ja. Na gut. Das hat doch sicher was zu bedeuten gehabt, Rolf. Alles klar. Sag Bella zu mir. Ja, ja, okay. Spaß beiseite. Ja, komm her, mein Schöner. Hast ja heute ein ziemlich ernstes Thema. Ich bin vorhin aus Mecklenburg zurückgekommen, hab dann irgendwo bei Gransee Radio hier auf euren Sender gedreht, ne? Ach. Ja, und wusste erstmal ja nicht genau, worum es dabei geht. Ja, das ist ja so eine Krankheit der Sendung. Das passiert ziemlich häufig, glaube ich. Was? Das ist, glaube ich, so eine Krankheit der Sendung. Das passiert, kommt uns auch häufiger vor. Nee, also ich sag mal, so, da war so ein Haufen pseudo-intellektueller Scheiß, wo sich irgendwelche Leute über Fragmente und so weiter ja, okay. Ja, das ging ja bis hin zu Fraktalen. Das waren Abiturienten. Ja. Genau so hat er geklungen. Ja. Naja. Okay, Spaß beiseite. Nee, wie gesagt, es geht ja heute darum, dass man Sachen vielleicht nicht zu Ende gebracht hat. Ne? Ja, in seinem Leben. Hm? Und da will ich vielleicht was ziemlich Ernstes dabei steuern. Ich weiß nicht genau, ob das eine Nummer zu ernst ist für eure Sendung, aber ich glaube schon. Und zwar... Du glaubst, dass es zu ernst ist, oder wie? Naja, ich weiß nicht genau, wie man sowas groß beibringen soll. Es ist so, dass es mich wirklich... ziemlich tief berührt. Ne? Und zwar ist das so, mein Vater ist vor circa 2 Jahren ist er eingeschlafen am Steuer und gegen Baum gefahren. Und das war gerade in so einer Zeit, wo ich eigentlich so das gestörte Verhältnis, was ich früher zu meinem Vater hatte, so wieder in Ordnung gebracht habe. Also so, was ich ein halbes Jahr vorher wiedergesehen. Ich war 3 Jahre lang in Wessiland und bin dann ab und zu eben so mal zu den paar Resten der Familie zurückgekommen, hab, was ich da meinen Urlaub gemacht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall war das gerade so in die Richtung gegangen, dass man versucht hat, eben da wieder miteinander klarzukommen und eben auch so über viele Sachen zu sprechen, was man vorher nie gemacht hat. Will mal so sagen, also ich bin nach Wesseland gegangen, nachdem ich bei der Stasi wieder aus dem Knast gekommen bin. Das sagt vielleicht viel darüber aus, wie man sich mit so einem Vater in die Haare kriegen kann, der eben, von mir aus sagt, ja, die DDR ist ja so eine feine Sache und so, und da darf man gar nichts falsch machen. Daraus sind eigentlich so unsere Diskrepanzen erwachsen, ne? Und was mich so, naja, so richtig ohnmächtig macht dabei ist, dass ich dann eigentlich nie mehr richtig die Chance hatte, mit ihm so drüber zu sprechen, was mich bewegt hat, was ihn bewegt hat. Das war dann damals alles Krampf, ne? Mhm. Keiner wollte so richtig da klein beigeben und ja, dann war mir das auch zu doof. Dann gab es eben so die Zeit, wo mein Vater selber dann, was sich ein bisschen die Augen geöffnet gekriegt hat und sich selber auch gesagt hat, das klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, mein Vater wäre heute 50, ne? Ja. Wo er dann eben... Ach, und wann ist er gestorben dann? Was? Vor 3 Jahren sagst du, ist er gestorben. Vor 2 Jahren. Vor etwas über 2 Jahren. Ja. Und wie gesagt, er hat es nicht erreicht, aber wie gesagt, für ihn war das so eine Zeit, sagen wir mal, des Erwachens, vielleicht ein bisschen zu doll gesagt, aber so viele Sachen, die er sich schön geredet hat, die dann vielleicht doch nicht mehr so ganz eindeutig waren, die waren dann für ihn neu und er war dann erst eigentlich so richtig gesprächsbereit, ne? Und dadurch, dass ich eben selber in Westdeutschland gewohnt habe und nicht allzu oft da war und ja keinen großen Kontakt hatte, hatte ich eigentlich nie so richtig die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Er hat damals versucht, eine eigene Firma zu gründen und hat dann auch ein bisschen durch Westdeutschland getourt und hat mich dann ab und zu aus dem Auto angerufen oder eben abends aus irgendeinem Hotel, wenn er selber so zusammengeknickt war und ja... eben nicht viel sagen konnte, außer dass es ihm vielleicht alles leid tut, wie alles im Einzelnen gelaufen ist. Ne? Auf jeden Fall will ich mal so sagen... Du hättest dir sehr gewünscht, nochmal ganz ernsthaft mit ihm über das, was so zwischen euch gelaufen ist, zu reden. Ja, auf jeden Fall. Und zwar, das geht eben wirklich so weit, dass ich mir dann anfangs vielleicht eingeredet habe, ja okay, er ist zwar tot, aber... soll nicht spiritualistisch klingen oder so, aber vielleicht sein Geist ist irgendwie da. Und ja. Ich spüre es ja auch und ich
stehe jetzt momentan hier bei uns im Dorf auch gerade mal vielleicht 100 Meter von seinem Grab entfernt und habe immer wieder so das Gefühl, dass ja, das zwar da von mir aus seine Hülle liegt, aber eigentlich alles andere gehen würde, nur eben ein totales Hirngespinst. Ne? Und gehst du regelmäßig zum Grab hin? Naja, ich gehe schon von Zeit zu Zeit hin, wenn, was ich, ja, wenn es eben Zeit ist, da mal wieder vorbeizugehen. Manchmal auch so ganz einfach beim Rausgehen, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin oder so, halte ich mal an. Aber ich gehe jetzt nicht dahin, um irgendwie, sich da Kontakt aufzunehmen oder irgendwie. Und erzählst du ihm dann manchmal so Geschichten da? Nee, das Erzählen ist. Also so still vielleicht? Ja? So, also ich meine einfach so für dich? Für dich, für ihn? Sagen wir mal so, ich stehe da und schweige eigentlich, aber denke mir oftmals so, mein Gott, jetzt irgendwie, er muss es ja spüren, dass ich da bin. Ich habe auch lange mir eingebildet, dass er ja überhaupt, ja, dass da zwar sein Körper drin liegt, aber dass so diese 100 Meter bis zum Haus hier, dass das keine Distanz ist, um da irgendwie was zu spüren, aber das ist also meiner Meinung nach, wenn man jetzt ganz kühl überlegt, das sind ja natürlich alles Gespinner. Ne? Ich meine, ich bin zwar Christ, aber das heißt noch lange nicht, dass ich an irgendwelche Geistergeschichten oder so glaube. Also im Grunde ist er tot und ich sage mir auf der einen Seite, vielleicht hätte er auch viel lieber, hätte er gewusst, was passiert. Ja, hätte er auch viel bereitwilliger mal so das Gespräch gesucht. Und so sind wir eben irgendwie alle alleine durch die Zeit gerannt. Ne? Sozusagen vielleicht die letzten 10 Jahre keinen vernünftigen Kontakt, außer dass man weiß, wer der andere ist und ja, die Form wahrt und bloß nicht an peinliche Punkte stoßen, weiß ich. Andere haben es von mir aus anders gemacht, seine eigenen Brüder haben ihn da bloßgestellt und haben sich daran ergötzt, dass da jemand schwach ist oder so. Und das tut ihm so im Inneren alles ziemlich weh, ne? Und dieses ganze Gefüge davon und dann nie die Möglichkeit mehr gehabt zu haben, da wirklich richtig klar zu kommen und ihm auch selber sagen zu können, scheißegal, auch wenn viele Sachen von mir aus anders gedacht wurden oder so, aber wir sind ein Fleisch und ein Blut und ich bin aus ihm irgendwie auch entstanden. Ne? Das schmerzt unheimlich. Und das ist eine Sache, weiß ich nicht, also dadurch wird er irgendwie nie richtig tot für mich sein, weil ganz einfach, er ist keine abgeschlossene Sache. Und das ist meiner Meinung nach mein größtes Versäumnis. Ich merke es auch oft so, also ich habe noch einen Bruder und eine Schwester und wenn wir so ab und zu darüber reden, es geht denen ähnlich. Also meine Schwester ist jünger, die denkt da ein bisschen rationeller drüber. Mein Bruder sagt sich, ja, es ist wahr, aber irgendwie, kann ja irgendwie nicht sein, dass man da irgendwas noch sucht. Ne? Welche Rolle hat denn deine Mutter da gespielt in eurem Konflikt? Naja, welche Rolle? Gut gesagt, meine Eltern waren seit 79 geschieden und ich meine, das sagt ihr vielleicht viel. Da wurden einige Kämpfe ausgetragen und dann hat der Vater eine neue Frau und dann ist das ja die Böse und so weiter. Als kleines Kind, ich war damals 13 oder so, ne? Da wurde einem noch klar gemacht, wie böse der Vater ist, weil er da mal eben eine Beziehung hatte und so. Aber also sie hat da insofern keine Rolle gespielt, weil eben die beiden sich seit 10 Jahren auch nicht gesehen haben. Meine Mutter empfinde ich heute so, im Gegensatz zu damals, ist ganz und Ende gealtert. Sie hat ja auch keine weiteren Kontakte gehabt und man hat auch nie so groß drüber gesprochen. Als mein Vater gestorben ist, habe ich von meinem Bruder einen Anruf gekriegt. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen so und so das Erste, was ich auch dachte, war, jetzt ruft sie deine Mutter an und sagt ihr das. Habt ihr angerufen und sie hat dann eben nur geschwiegen und ach, das gibt's nicht, das gibt's nicht und so. Das war eigentlich alles. Und nachher, als wir uns dann gesehen haben, sie hat dann, was ich in Wuppertal gewohnt, 50 Kilometer von mir entfernt, hat eben auch eine Weile gedauert, bis man sich gesehen hat. Da war sie dann natürlich auch schon viel weiter drüber weg. Sie hatte ihre eigenen Gedanken dabei ausgelebt und sie sagte eben nur, naja, so ist eben passiert. Ne? Und dann irgendwann, was ich, nach 2-3 Wochen ging dann so die Leichenschlägerei los, wo dann jeder so diese erste Betroffenheit überwunden hatte und dann na, anfing, naja, dieses war ihm schlecht und dieses war schlecht und dann
kamen noch irgendwelche Typen an, mit denen er da zusammen Geschäfte gemacht hat, die dann plötzlich auch wieder anfingen, ja, das war nicht richtig und das, und dann wollten die alle Geld und so weiter und so fort, ne? Am besten vom Toten noch oder so. War das, also ich meine, das lassen wir einfach beiseite, das ist alles scheiße, weil das ist die andere Seite. Die Leute, die mich wirklich berührt, also ob da jemand ankommt und irgendwas will, das ist mir egal. Aber die Sache, die mich wirklich berührt, ist ganz einfach, dass ich selber mit ihm überhaupt nicht so richtig klar auseinandergegangen bin. Mhm. Man hat sich immer irgendwie gesagt, das weiß ich, vielleicht gerade so die Zeit in Westdeutschland so, naja, man sieht sich noch so oft im Leben und irgendwo kriegst du ihn. Und dann so gerade im Sommer, so 2-3 Monate, bevor das passiert ist, da haben wir hier ein Familienfest gemacht und da hatte ich ihn auch so ein bisschen an der Seite und wir konnten über vieles sprechen, was dann natürlich wieder begrenzt wurde, weil irgendwann abends um 10 sind wieder abgehauen und er auch, ne? Da war das dann vorbei, das war das letzte Mal, dass ich meinen Vater gesehen habe und das war eigentlich genau diese Richtung, in die man ansonsten vielleicht hätte weitermachen können, um sich gut zu unterhalten und egal wie, auch wenn ich, Diskrepanzen mit meinem Vater hatte, es ist irgendwie so, für mich ist er irgendwie noch ein Freund, den ich zwar vielleicht nicht voll verstehen konnte, weil wir uns nie richtig unterhalten konnten und ja, es wäre mir eigentlich lieber, wenn ich wirklich hätte sagen können, ja okay, ich weiß alles, was da und da und da gewesen ist und ich wäre auch vielleicht mit meinem eigenen Leben dadurch um vieles klarer gekommen, ne? Nochmal, naja, was war's? Ja, Micha, weiß nicht, klar. Wollte ich vielleicht mal so einwerfen, weil viele Leute, die jetzt davon reden, was sie nicht fertiggebracht haben im Leben, die gehen dann von mir aus da, wie jetzt so die letzten paar Gesprächspartner, die gehen da dran, die haben ihr Studium nicht fertig oder der arme Kerl da mit seiner Heizung. Naja, gibt da unterschiedliche Erfahrungen, ne? Ich würde euch nachher gerne mal meine Telefonnummer geben, der soll mich mal anrufen, vielleicht kann ich ihm helfen, wenn er bei mir in der Nähe wohnt. Ja. Na? Wenn er nochmal zurückruft. Ja. Okay, ja, ruf nachher einfach nochmal an. Naja, nachher, wann? Auf der gleichen Nummer? Ja, so irgendwie nach 1 würde ich denken. Ja, ist okay, ich bin dann nachher wach. Ja? Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Man kann auch ernstere Sachen erzählen hier. Was? Man kann auch ernstere Sachen erzählen hier in der Sendung. Ja, weiß ich. Du, ich habe eine schöne Musik da. Sag mal. Es durchströmt der Sonne Licht, des Mondes lächelndes Gesicht, der Sterne reigen still umher. Mit Hochgefühl dies Herz nicht mehr, dies Herz nicht mehr. Oh.
doch es erhebt der eine Lied, die Audi tausendfarbig blüht, der Erlenbach im Abendlicht. Wie vormals meine Seele nicht, meine Schubert, Klage. ich glaube, ich habe jetzt, also es ist auch nicht so viel Zeit jetzt mehr, kommen gleich die Nachrichten. Außerdem habe ich jetzt auch gerade keine Lust, so hektisch und schnell zu quatschen. Hören wir einfach noch ein schönes Musikstück. Jack or Jive Light mit Snowfall. Thank you.
Um 0.31 Uhr, Kesselschlacht. Ungeachtet der UNO-Warnungen setzten die bosnischen Serben heute ihren Vormarsch auf Bihać fort. Die UNO verwies am Abend auf die verzweifelte Lage der Bevölkerung. Die Menschen liefen durch Schusslinien, um an Trinkwasser zu gelangen. Nacht- und Nebelaktion. Die italienische Polizei hat am Abend die Redaktionsräume der Tageszeitung Corriere della Sera im Zusammenhang mit dem Beginn der Ermittlungen gegen Ministerpräsident Berlusconi durchsucht. Das Blatt hatte als erstes über die Korruptionsvorwürfe berichtet. Autobahngebühren. Ab 1. Januar 1995 müssen auf tschechischen Autobahnen und einigen Fernstraßen Gebühren entrichtet werden. Sport. Im Achtelfinale im UEFA-Fußballcup trennten sich am Abend Deportiva La Coruña und Borussia Dortmund 1:0, Odense BK Real Madrid 2:3 und GKS Katowice Bayer Leverkusen 1:4. Wetter. Nachts gebietsweise Nebel um 1 Grad, morgen neblig trüb, etwas Sprühregen um 7 Grad. Verkehr. Brandenburg. Im südlichen Brandenburg sind Sichtweiten unter 50 Meter wegen dichtem Nebel. Brandenburg A13 von Dresden in Richtung Berlin zwischen Großköris und Mittenwalde ist die Unfallstelle geräumt. Ebenso auf der A9 Nürnberg Richtung Berlin zwischen Belitz und Belitz-Heilstätten ist wieder freie Fahrt. Und die Warte- und Schlafzeiten an der Grenze zu Polen, Frankfurt-Oder-Stadtbrücke, 1 Stunde für Pkw, A15 Forst, 5 Stunden für Lkw, B97 Guben, 8 Stunden für Lkw und B166 Schwedt, 7 Stunden für Lkw. Fritz goes, MTV goes, Fritz goes, MTV goes, Fritz 17, The Prodigy, Megadeth, The Cult, German Spoon, Magic Defear, Marusha, Sagabo, Selig. Die MTV Clubbing Tour in 10 Clubs Berlin. Und Fritz weiß, wo, wann, was passiert. Und Fritz sendet die Konzerte teilweise live. Und Fritz hat seine Mikrofone auf jeder Bühne, hinter jeder Bühne, in jedem Backstage-Raum und natürlich mitten im Publikum. Die MTV Clubbing Tour. Donnerstag von 18 bis 6 Uhr morgens, 12 Stunden lang live von der aufregendsten Party, die Berlin jemals erlebt hat. Die MTV Clubbing Tour. Auf Fritz erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst. Und die MTV Music Awards werden natürlich auch nicht unerwähnt bleiben. Donnerstag ab 18 Uhr auf Fritz. Blabber and smoke. There's a big pain in your window. And all your wires turn to roll. It's gonna hang you all. Dangle you all. Dang you all. If you don't have it, there will be no hope. Why don't you quit acting like a dope? All you ever do is blabber and smoke. It don't matter where you or you got your start. Which side of your head or you wear your heart. Clean up the air, treat the animals fair. I can't help but think you treat love like a joke. Time's running out, and all you ever do is blabber and smoke, blabber and smoke. Blabber and smoke, blabber and smoke.
Captain Beefheart. Eher eine Musik, die wieder selbstkritisch gemeint war. Blubber and Smoke von seiner ziemlich schönen The Spotlight Kid LP. Kinder, jetzt seid ihr alle aufgewacht. Wa? Die Leitungen sind voll und wir haben irgendwie noch knappe 25 Minuten, in denen wir miteinander telefonieren können. Weiß ich gar nicht, was wir da machen. Vielleicht immer ein Gespräch, eine Musik. Ich habe nämlich noch zwei Musiken, die ich eigentlich unbedingt spielen muss. Und dann ist er noch so der Rausschmeißer und der halbautomatische Anrufbeantworter und so. Also viel Zeit ist nicht mehr. Wer jetzt ein bisschen frustriert ist oder denkt, so richtig was hat er doch nicht zu sagen, der könnte auflegen. Hat, glaube ich, nicht mehr viel Sinn, hier noch anzurufen. Hallo, guten Abend. Hallo. Hi, Gute. Hi, wer bist denn du? Igor. Tag, Igor. Mein Telefon ist wieder in Ordnung. Ja, das ist eine Mitteilung, die es wert ist, öffentlich gemacht zu werden. Na, ich hätte schon mal angerufen, weil mein Telefon noch kaputt. Und dann mussten wir voll brüllen und du meinst, du rufst mir nochmal an, wenn das Telefon wieder in Ordnung ist. Das war wohl eine andere Sendung? Nö. War heute? Nö. Nun war es wohl doch eine andere Sendung? Leicht, ja doch. Ja, schön. Dein Telefon ist jetzt wieder okay. Das heißt, wir könnten dann beim nächsten Mal richtig miteinander telefonieren. Jo. Tschüss. Hallo? Ja, Heike, wenn's nochmal. Der Junge mit seiner Heizungslehre. Ja. Ich hab's gehört, du hast nur noch, weiß ich nicht, Zeit für zwei Anrufer. Aber wäre das vielleicht möglich, weil da hat doch der andere angerufen, wo sein Vater verstorben ist. Ja. Hat er gesagt, er könnte mir vielleicht helfen. Ja, also jetzt pass mal auf, dann setze ich dich jetzt auf so eine Warteschleife. Ja? Und dann wird da draußen irgendjemand deine Nummer abfragen, ja? Gut, und dann geben wir dem nachher dem, der danach angerufen gut. hat. Gut, achso, mein Name ist Burkhard, das ja. habe ich ja vorhin vergessen. Ach so, ja, ist nicht so, ist okay. Alles klar. Gut. Bleib in der Leitung und warte, bis dich jemand nach deinem Namen und deiner Telefonnummer fragt, ja? Gut, okay. Okay. So, hallo? Ja? Ja, Tag, wer ist denn da? Ja, immer noch Burkhard. Wieso denn ditte? Na, das weiß ich nicht. Aha. Was würde ich mir jetzt sagen? Ja, dann würde ich dich, dann bleib mal da drinnen, so zack, dann bist du jetzt, ja, jetzt ist er, glaube ich, irgendwie richtig. Nein, ich bin immer noch drinnen. Immer noch? Immer noch. Immer noch? Immer noch. Immer noch? Hallo? Und jetzt? Hallo? Jetzt bin ich immer noch drin. Wir haben, glaube ich, ein Problem, das war wichtig. Also ich höre auch noch eine Mädchenstimme im Hintergrund. Habe ich ja, eben auch gehört. Das bin ich. Aha. Machen wir eine Konferenzschaltung. Mal sehen. Seid ihr immer noch drin? Ich bin immer noch drin. So. Und hier? Immer noch. Immer noch. Aber jetzt nicht mehr. Hahaha. Ich beherrsche die Maschine hier. Hallo? Hallo? Ja, da ist die Mädchenstimme. Ja. Sag bloß, du hast Katharina, dann würde ich mich sehr freuen. Nee, Mareike. Mareike. Ja, Mareike. Naja, ist ja und ja, wäre jetzt schade, so einen schönen Namen zu verleugnen. So, Mareike. Thema ist ja jetzt auch, oh Gott. Fragmente. Richtig. Ja, mein erstes Fragment war erstmal eure Nummer. Die hatte ich nur halb irgendwie verstanden. Ach, und ich sag die mal zu selten an, ne? Hm? Ich sag die jetzt schnell nochmal an. Man kann die sich ja dann notieren, weil die Sendung findet ja wöchentlich. Ich glaube, wenn du das sagst. Also. Ja, ich sag die jetzt nochmal an, weil die Sendung findet ja jede Woche statt, jeden Dienstag um 22 Uhr. Und die Telefonnummer ist immer dieselbe, 0331 für Potsdam, 7481 110. Du hast sie dir jetzt aufgeschrieben. Ja, ich hab sie. Ja, das ist schön. Dir muss ich sie nicht mehr sagen. Du könntest nächste Woche, müsstest du bloß deine Notizen finden und dann wärst du durchaus in der Lage, hier anzurufen. Genau. Schön. Ja. So, Mareike, das war das erste Fragment und ja. Das zweite? Ein anderes, etwas größer. Also es handelt sich im Prinzip auch um eine Jugendliebe, die nicht so ganz zu Ende gekommen ist. Also. Aber es war mehr als bloß so eine kurze Verliebtheit ja, oder ein Techtelmechtel oder ein Flirt. Ja, ja. Hm? Also es war eine richtige Beziehung über 2 Jahre, also ein Jahr umeinander rumgeschlichen, ein Jahr zusammen gewesen und seitdem hat sich das dann 6 Jahre erstmal so hingezogen, mal ja, mal nein und immer hin und her. Tja, und jetzt ist es so richtig abrupt abgebrochen, ohne dass wir uns sehen. Er ist in China, ich bin hier, also auch nach Berlin gezogen und... Er ist in China? Ja, ich weiß nicht so richtig, wie das zu Ende geht. Oh, nach China ist ja schwer mit der Liebe, wa? Ja. Und wann kommt er wieder? Das weiß ich auch nicht genau. Ich weiß ja gar nichts mehr von ihm. Ach so, du weißt nicht mal, wo er ist. Du könntest ihm jetzt nicht mal schreiben. Nee. Ach, ansonsten könnte ja so ein Abstand ganz heilsam sein, ne? Nee, es handelte sich ja auch um keine Beziehung mehr. Also ich nehme mal an... Aber hast du nicht gesagt, irgendwie ein Jahr war es so eine richtige Beziehung und dann ging es 6 Jahre so hin und her und war unklar und dann ist es abgebrochen? Ja. Also du hättest jetzt schon ein Interesse, ihm zum Beispiel zu schreiben? Nee, zurzeit auch nicht. Also zurzeit glaube ich auch nicht, dass es
irgendwie noch eine sinnvolle Beziehung wäre. Also ich habe nur so ein Gefühl, dass da noch Gespräch irgendwie sein müsste, um die Sache irgendwie, um meinen Schlussstrich zu ziehen. Ja, aber eigentlich nur noch, um das mal alle zu klären, was so gewesen ist, um dann wirklich sauber rauszukommen. Ja, das weiß ich halt nicht, ob ich wirklich... Das sage ich jetzt so, aber ich weiß nicht, wenn ich vor ihm stehe, ob ich dann machen würdest. Aber, ach so. Hm. Oh, das ist eine ungünstige Konstellation. Ja. Mm. Deswegen bin ich ganz froh, dass er in China ist und wir uns jetzt nicht sehen, weil ich eigentlich auf diesen Stress zurzeit, na, was heißt, ich habe keine Lust, aber ich bin noch nicht so weit, als dass ich das Gespräch jetzt führen könnte. Ja, und bist schon um so Ablenkung bemüht auch. Ja, dass diese Trennung, also es war damals so, dass ich eigentlich in Erfurt gewohnt habe und er auch, also er war dann nur ganz kurz mal da, weil er in Israel dann auch davor ein Jahr war, also wir trennen uns immer so auf größere Entfernung. Das ist ja das, was man früher einen Reisekader genannt hat, ne? Ja. Naja, und jedenfalls, irgendwie bin ich dann auch zu einem Kind gekommen und das hatte dann irgendwie gesehen, dass ich schwanger bin und seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet, so war das. Und ja, und seitdem bin ich auch nach Berlin gezogen und er ist ja nun ganz woanders und von daher ist es wirklich so von einem Tag auf den anderen so merkwürdig abgebrochen, also es ist nicht so techtelmechtel ausgeklungen. So. Ja, und seit wann ist es jetzt richtig abgebrochen? Die Beziehung, naja, wie ich sagte, also seitdem 6 Jahre her, aber wir hatten... ich meine, wann habt ihr euch so das letzte Mal gesehen? Das letzte Mal auch schon wieder fast vor 1,5 Jahren. Ach, aber wirkt doch ganz schön nach, offensichtlich. Naja, weil das ja wirklich, also es handelt sich um meine größte Liebe in meinem Leben. Ja. Ach Mensch, vielleicht solltest du einfach das, was du dich nicht traust, ihm zu sagen oder was dann in der erneuten Verliebtheit untergehen könnte, jetzt aufschreiben. Um das dann später zu sagen. Um es ihm dann später zu geben. Und da kann man ja immer noch schön überarbeiten und ergänzen. Und dann wird das brauche ich gar nicht aufzuschreiben. Das hast du alles sofort parat. Was heißt, ja, doch, das habe ich. Das ist alles so oft durchdacht und gedacht, dass ich glaube, dass ich das nicht so schnell vergesse. Aber so im Denken, da verändert sich das ja, ohne dass man das merkt. Wenn man das aufschreibt, dann bleibt das erstmal so, wie man es hingeschrieben hat. Das Gleiche sagen, wie ich jetzt denke. Und wenn man dann 6 Wochen später die Sache nochmal liest, dann kommt einem vielleicht doch ein nicht fremd oder anders oder unrichtig vor. Ja, aber man muss hoffen, dass ich mal irgendwie ein Stück vorwärts komme. Also ich bin ja schon ein großes Stück vorwärts gekommen. Ja. Ich weiß jetzt ja nicht, was ich dir wünschen könnte oder wozu ich dir die Daumen drücken sollte. Dass der jetzt möglichst lange in China bleibt oder sich schnell meldet. Dass er lange in China bleibt. Gut, drücken wir beide die Daumen, ja? Okay, tschüss. So, ich habe gesagt, ein Gespräch, eine Musik und jetzt machen wir eine Musik. 13 Stripe heißt eine Band, die auf schönen, teilweise sogar aus Plaste bestehenden, selbst gebastelten Instrumenten sehr, sehr seltsame Musik macht. We'll be right back.
Research and Stripe mit, wie heißt denn der Titel, verdammt nochmal, Ping Pong Anthropology. ja, habe ich glaube ich ein bisschen zu viel versprochen. Jetzt werden wir doch ja nicht mehr telefonieren. Das tut mir sehr leid, die Leitungen sind voll hier, seid nicht sauer. Nächste Woche können wir ja wieder telefonieren. Vielleicht wieder lustiger oder vielleicht noch ernster oder anders. Auf jeden Fall wird es ein anderes Thema geben, aber wahrscheinlich die Struktur der Gespräche wird ungefähr dieselbe sein. Ich will jetzt noch eine Durchsage machen. Der Burkhardt hat angerufen, das ist der, der seinen Heizungsmonteursjob sucht. Und hat seine Telefonnummer durchgegangen und hat gesagt, ich kann die einfach über den Sender geben. Für den Mann, den ich vorhin aus Spaß oder aus Quatsch Rolf genannt habe, der ja versprochen hat, noch zuzuhören. Du brauchst dann nachher nicht mehr anrufen. Ich sage jetzt die Telefonnummer durch, du schreibst dir die einfach mit und dann könnt ihr euch ja anrufen oder du rufst ihn dann an. Also, der junge Mensch, der gerne Heizungsmonteur werden würde, heißt Burkhardt Bosse und ist in Berlin zu erreichen, 030. Und der Telefonnummer 4 3 mal die 3 591 4 3 mal die 3 591. Da hat jetzt keinen Sinn mehr hat zu telefonieren, ihr könnt auch, ach, tut mir so leid, Kinder, legt bloß auf, ich krieg sonst ein ganz schlechtes Gewissen. Machen wir jetzt einfach noch eine Musik, die ich eigentlich, die habe ich immer so ein bisschen hin und her geschoben und jetzt muss sie kommen, weil es ist eine schöne Musik, hat so im weiten Sinne auch mit dem Thema zu tun, ist das Lied vom Rauch aus dem Stück von Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sechuan, und wieder instrumentiert und mit Musik versehen von den Flower Pornos. Das ist so eine Demokassette, die Qualität ist also nicht ganz so gut, aber es ist einfach so großartige Musik und besser wird man sie auch woanders nicht zu hören bekommen, es sei denn, man geht ins Theater, aber da singen leider nicht die Flower Pornos, sondern da singen dann die Schauspieler, was auch ganz schön ist und zur Inszenierung gehört. Das Lied vom Rauch von den Flower Pornos. Alter, meine Haare bleichte, hofft ich, mich mit Klugheit durchzuschlagen. Heute weiß ich, dass keine Klugheit je reicht, zu füllen eines armen Mannes Magen. Darum sag ich, lass es, sieh den grauen Rauch, der in immer kältere Kälten geht. So bist du auch. Sei in redlichen, fleißigen Schritten, so versucht ich's mit dem Krummfall. Doch auch der führt unter einem nur nach unten. Und so weiß ich mir, halt für da keinen Rat. Und so sag ich, lass es, sieh den grauen Rauch, der nimmer kältere Kälten geht. So gehst du auf. Doch uns jungen Höllen steht das Tor weit offen. Freilich steht es offen nur im Nichts. Und ob ich sag, lass es, sieh den grauen Rauch, der in immer kältere Kälten geht. So, gib du auf.
ein eher fatalistischer Abschluss durch die Flower-Pornos der Sendung heute. Aber das wird er natürlich in sich, da wird er jetzt hier auch wieder eine Entwicklungslinie quasi abgebrochen, gebrochen durch den halbautomatischen Anrufbeantworter, also den Zusammenschnitt, den dann der halbautomatische Anrufbeantworter, was den Schnitt betrifft, zu verantworten hat. Was die Aussagen betrifft, habt ihr das zu verantworten. Also dann hört euch mal an, was ihr euch selber zu erzählen habt. Und bitten wir die werten Herrschaften um ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Nun gibt es kein Halten mehr. Alles klar, Kleiner? Oh nein, Fremder. Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Weißt du eigentlich, wie viele Hausaufgaben ich draußen ließ wegen dir und deiner Radiosendung? Die war spitze. Richtig klasse. Genau so etwas braucht uns einer. Und, naja, egal. Ah. Verstehe. Ich zittere schon, wenn ich deinen Namen höre. Kuttner, ich frage dich. Wirst du dir das merken können? Du, das ist hier die Stausendung. Das klingt wunderschön, was ihr da sagt. Ehrlich, und das ist eine Partnervermittlung für die Sendung eigentlich. Das wäre was für mich, aber nicht dieser immer gleiche Herzschmerzquatsch für die Kiddies und ihre sentimentalen Eltern. Also jetzt, pass mal auf, was du sagst, ja, sonst tritt hier meine kleine Tochter gleich vors Schienbein, aber mit Anlauf. Schön eigentlich, genau. Na so ein Sechser sagt ja, mit da konnte man eine Kindheit mit vergeuden. Ich wünsche Ihnen ein vergnügtes Wochenende. Gavarit Moskva. Dobro, pozdravljavac, ukutnuhu. Im Sprechfunk vom Dienstag, den 15.11.1994, wurde von Kuttner behauptet, dass ich meiner Physiklehrerin nahestehen würde, weil ich einen sächsischen Akzent hätte. Das ist falsch. Ich stehe von meiner Physiklehrerin Lichtjahre weit entfernt. Ich spreche ein astreines Hochdeutsch, welches in manchen Situationen durch das Anbringen einiger dem berlinerischen entspringenden Bemerkungen bereichert wird. Berlin, den 22.11.1994, Carlos. Schönen guten Abend, hier ist der Clemens. Wenn der Herr Kuttner behauptet, ich hätte einen sächsischen Unterton, dann würde ich ihm das vermutlich glauben. Des Weiteren hoffe ich, dass der Herr Kuttner mal seine Sendung themenspezifisch saniert. Hallo, hier ist wieder Nikolai und ich wollte nur sagen, dass das, was bei mir manchmal nicht ganz vollständig noch zu ergänzen wäre, meine Anrufe auf dem... Hallo Kuttner, hier ist Sir Henry wieder aus Freiberg. Heute habe ich wieder das tolle Glück, in der Telefonzelle zu stehen und wollte auch am Freitag schon anrufen, aber da hat es mir mein Vater wieder mal verboten. Und heute wollte ich auch noch zum Training gehen, habe aber da nur rumgegammelt und da habe ich mächtig viel verpasst. Grüß dich, Daniel. Sag mal, wenn du jetzt zuhörst, wir haben hier noch ein Fragment von dem Avalon-Spiel zu stehen. Dann komm doch einfach mal rum. Tom Waits from the Black Rider, and that's the way this segment of Spin Radio ends. CLC-Technik-Tube Röhrenwerke informiert. Wir produzieren nahtlose Wärmetauscherrohre in Edelstahl rostfrei und nickeligierten Güten. Kuttner, du Vogel, hier ist Christian. Wenn es geht, lass es mal auf den automatischen oder halbautomatischen Anrufbeantworter laufen, weil wir diese Sache jetzt aufnehmen und das dann wiederum an Kumpel nach Amerika geschickt werden, damit er praktisch diese gesprochenen Grüße auf Tonband erhält. Also lass es bitte drauf, Kuttner. Na, hallo Kuttner, eine Sache mal. Mensch, also diese Maus, die du da irgendwie in dem Hintergrund von deiner TV-Show ständig hast, die lässt du viel zu sehr außen vor. Stell die mal ein bisschen mehr vor irgendwie. Die ist echt eine nette. Ja, Kuttner, und heute wird deine Sendung wohl nur ein Fragment bleiben. Weil über Fragmente wird man nie zu Ende. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar.
gehe mal davon aus, dass es sich auch um so eine Art Nirvana-Cover handeln sollte. Freue ich mich immer sehr, wenn junge Menschen in Berlin oder Brandenburg Kurt Cobain nachäffen. Was soll ich machen? Ich würde vielleicht auch gerne noch Grüße nach Amerika schicken, wenn dann die Kassette wirklich hinfliegt. Wann hat man schon die Gelegenheit, nach Amerika zu grüßen? Und ansonsten die kleine Maus da im Fernsehen, die heißt im Übrigen Caroline und die ist auch wirklich eine nette. Die Sendung jetzt ist zu Ende. Am Freitag, ja, da ist um 0 Uhr, ist sie dann wieder nochmal im Fernsehen. Und ansonsten würde ich euch alle auf den nächsten Dienstag vertrösten und da können wir uns wieder schön unterhalten. Hoffentlich in einer themensanierten Sendung. Tschüss. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder auf. Gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar Weg der Hilfe.